Man muss schon stärker können erkennen, wo muss man vielleicht was schichten. Aber in dem Fall, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass man natürlich hier sehr gut den Unterschied zwischen Dentin und Schneide sieht. Die Schneide ist eher weißlich hell, auch ein bisschen transparent. Aber das Dentin ist ziemlich opak und eher so, ja, gelblich und sehr, sehr stark leuchtend auch. Ne? Und das normale Bild, das rechte Bild, das neutralisiert natürlich wieder diesen Helligkeitswert. Das ist sozusagen übertrieben, aber Sie wissen, in der Zahntechnik ungefähr, mit welchen, ja, opaken Materialien Sie arbeiten müssen. Hier nochmal die Beschreibung. Also das Dentin hat einen sehr hohen Helligkeitswert. Also wir machen dort verschiedene Indikationen, also von schwach bis sehr hoch. Also hoch ist schon, sehr hoch ist schon ziemlich viel. Der Ton ist eher mehr gelb als rot. So ein paar, ja, rote Pigmente sind da drin. Die Schneide ist auch, hat auch einen hohen Helligkeitswert, ist eher weißlich. Und wenn Sie jetzt mal den Unterkieferzahn sich anschauen, dann sehen Sie, da ist sozusagen der Mittelwert. Da ist das Dentin und die Schneide nicht so ganz kontrastreich abgetrennt. Aber Sie sehen auch, dass dort der Helligkeitswert auch niedriger ist. Das ist meistens im ganzen Unterkiefer ist der Helligkeitswert niedriger. Also, wenn wir im Unterkiefer rekonstruieren, wir meistens mit transparenteren Materialien als im Oberkiefer. Und die Farbe ist auch, da sehen Sie auch, die Schneide hat auch ein bisschen mehr Gelbanteil. Gut. Das ist ein ganz gutes Bild, um wieder zurückzuwechseln, Florian. Okay, Wir kommen jetzt. daher gleich wieder zurück. Ich gehe mal raus. So, Gut, also ich war dabei, Ihnen das wurzelanaloge Implantat zu zeigen. So. Und Sie sehen jetzt, dass die Klebebrücke drauf, um das Implantat eben von den Kräften freizustellen, die da in der Mundhöhle auftreffen. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja, wenn man das vom Palatinal anschaut, wir brauchen den Platz auf alle Fälle. Das ist wieder das Bild der Wahrheit. Da ist natürlich jetzt noch ganz gut die Struktur auch bukal erhalten. Wir haben Folgendes gemacht, und zwar so mit einer großen Praxis hier in Berlin vom Detlef Hildebrandt und einem früheren Mitarbeiter von ihm, der jetzt bei mir in der Abteilung arbeitet. Haben wir mal sämtliche Fälle nachuntersucht, die dort behandelt wurden. Insgesamt 107 dieser Implantate wurden dort inseriert und immer für 6 Monate halten die ein, wurden dann erst versorgt und es wird wirklich durch den kompletten Ober- und Unterkiefer, Frontzähne, Prämolaren und Molaren versorgt. Und hier ist mal so ein Röntgenbild, so eine Röntgenverlaufskontrolle aus dieser Publikation raus. Also wir haben am Anfang eben, als wir den Zahn noch hatten, dann die Konstruktion aufgrund der Röntgendaten, dann wird das Implantat eben eingesetzt, heilt ein, wird versorgt und hier im Verlauf, leider muss man ganz ehrlich sagen, waren die Überlebensraten geringer als bei den klassischen Sofortimplantaten. Auch der Knochenverlust war ein Tick mehr als bei den klassischen Sofortimplantaten und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, was der Pink- und White-Ästhetik-Score ist. Der lag relativ hoch, also das ist der Maximalwert, den wir erreichen können bei 20. Der lag eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings muss man sagen, ist es eine echte Alternative zu dem, was wir sonst zu Zeilenimplantaten haben, wohl eher nicht. Wir haben eigentlich schlechtere Erfolgsaussichten mit mehr Knochenverlust. Ich denke, es hat durchaus ein Potenzial für Verbesserungen. Ich habe es deswegen mit reingebracht, weil Professor Sader aus Frankfurt hat letztes Jahr als Eröffnungsvortrag auf der DGI gesagt, es wird in 10 Jahren nur noch Patienten individuelle Implantate geben. Dieses Implantat hat sicher noch Luft nach oben. Also wir machen ein ganz klassisches Implantat. Trotzdem vielleicht noch ganz kurz ein paar so Überlegungen, wenn wir implantologisch planen. Von was können wir an Weichgeweben ausgehen, die wir haben? Also normalerweise in der gesunden Dentition haben wir eine Papillenhöhe zwischen beiden Zähnen von ungefähr 5 mm. Beim Implantat und Zahn, der auch immer komplett gesund sein, haben wir einen Tick weniger. Nicht so, dass er wahnsinnig störend auffällt, 0,5 mm. Aber wir sehen schon, das war der Fall, den Dr. Reiß ganz am Anfang gezeigt hat, wenn diese zwei Zähne fehlen, wenn ich mit zwei Implantaten daran gehen würde, dann bin ich eben deutlich, deutlich unter dem Weichgewebe, das ich eigentlich zwischen zwei Zähnen habe und das dann durchaus schon störend ist. Auf der anderen Seite, immer dann, wenn wir Brückenglieder machen, dann haben wir eigentlich eher ein Plus an Weichgewebe. Also das muss uns eigentlich immer klar sein, bevor wir so eine Therapie beginnen. Was uns auch klar sein muss, vor allem wenn wir jetzt dann gleich mal in die Implantatplanung einsteigen, ist, wie
dick muss der Knochen rund um die Implantate sein? Da ist so eine klinische Beobachtung, also um die 2 mm. Eben dann habe ich genügend Schichtstärke für die Gefäßversorgung. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Knochen um die Implantate herum stabil sein wird. Genauso die Weichgewebe. Ich brauche immer befestigte Mucosa und am besten sogar befestigte und keratinisierte Mucosa. Im Frontzahnbereich, glaube ich, ist das eh keine Diskussion. Da wird es immer aus ästhetischen Gründen schon notwendig sein, dass ich auch keratinisierte Gegenüber brauche. Aber vor allem die befestigte Mucosa, die macht eigentlich das weichgewebige Ergebnis langzeitstabil. Und da ist so die Frage, ja, vielleicht wenn wir auch nachher uns darüber unterhalten, ist der Fall erfolgreich oder nicht erfolgreich gelaufen, ist immer, bietet sich eigentlich immer an, das Ganze zu messen, wenn ich es irgendwie messen kann. Und Urs Belser hat mal den Pink and White Aesthetic Score vorgestellt, den ich eigentlich hier sehr, sehr schön finde, aus dem Grund, weil er eben beide Dinge miteinander in Einklang bringt. Also sowohl die rote als auch die weiße Ästhetik, also die weichgewebige Situation, aber auch die prothetische Situation, die Restauration drauf. Gehen wir das mal ganz kurz durch. Er hat insgesamt 10 Punkte, 5 Weichgewebspunkte und 5 prothetische Punkte, 5 restaurative Punkte. Und er vergleicht es immer mit dem kontralateralen Zahn und sagt, okay, wenn es komplett übereinstimmt, gibt es den Wert 2, habe ich einigermaßen eine Übereinstimmung, den Wert 1 ist es komplett unterschiedlich, den Wert 0, sodass ich eben bei 10 Punkten insgesamt auf 20 Punkte kommen kann. Also er startet mit der mesialen Papille, dann geht er auf die distale Papille. Die Kurvatur der faszialen Mucosa, die in der Implantologie oft sehr, sehr schwierig ist, wenn wir über die Gingivazinite sprechen, weil oft der Gingivazinit eigentlich distal der Mitte liegt. Das mit dem Implantat nachzuahmen ist oft gar nicht so einfach. Die Höhe der faszialen Mucosa und dann noch die Wurzelkonvexität, die Mucosa-Farbe und Struktur. Also insgesamt 5 Punkte und dann nochmal 5 restaurative Punkte. Die Form des Zahns, dann das Volumen, die Außenform, die Farbe, die Oberfläche und am Schluss noch die Transluzenz. Also insgesamt 10 Punkte, relativ einfach, weil wenn wir uns das als Schema angewöhnen, dann können wir es eigentlich relativ schnell auf den Punkt, was gefällt uns nicht, woran müssen wir arbeiten, vor allem auch, wenn wir versuchen zu kommunizieren mit unserem Partner im Labor oder auch mit dem Patienten, wo ist denn unser Fokus drauf, was müssen wir noch verbessern. Und wenn wir jetzt in die konkrete Umsetzung in unseren Fall reingehen, dann ist die erste Frage mal, wie gehen wir grundsätzlich vor? Wie gehen wir so Fälle grundsätzlich an? Andreas hat es gerade beschrieben, aus seiner Seite mal die ästhetische Analyse, dieses erste Gespräch mit dem Patienten und vor allem bei Frontzahnrestaurationen, vor allem bei größeren Fällen, ist der erste Schritt eigentlich immer die Planung, ein Wax-Up und ein Mock-Up und dann die Frage, wie bekommen wir unser Implantat in die Position, in die wir rein müssen. Da ist die Frage, machen wir das freihand, machen wir das geführt. Ich bin ein großer Fan der geführten Implantation, vor allem dann, wenn das Toleranzfenster sehr gering ist und in der Oberkieferfront ist das Toleranzfenster sehr, sehr klein. Das heißt, selbst kleinere Abweichungen können sich negativ auswirken. Ich kann mit der geführten Implantation auch relativ sicher das so hinbekommen, dass ich verschrauben möchte, wenn ich das verschrauben kann, wenn ich das möchte, und dass ich vor allem von der Richtung und von der Position her in die Situation komme, die ich haben möchte. Wir haben uns dann für eine simultane laterale Knochenaugmentation entschieden. Werden wir gleich nochmal in der Planungssoftware sehen, dass die Situation so ist, dass ich das Implantat reinbekomme, auch primärstabil bekomme, aber dass ich eben von der Dimension der Knochen noch ein bisschen gern mehr hätte. Das können wir sehr, sehr schön durch eine laterale Auflagerung machen. Und dann war uns auch klar, wir brauchen noch mehr Weichgewebe. Die Weichgewebeaugmentation machen wir während der Einheilphase des Implantats. Gehen wir nach 6 Wochen ran, präparieren wirklich nur in den Weichgeweben, augmentieren Weichgewebe und lassen das Ganze dann nochmal einheilen, legen frei und setzen ein Langzeitprovisorium ein, einen therapeutischen Zahnersatz, einfach um die Weichgewebe zu formen. Und wenn die Weichgewebe geformt sind, dann geht es nochmal in die definitive Versorgung, einfach nur die Überführung der Situation in eine definitive Restauration und eben dann auch die Versorgung der beiden anderen Zähne, die wir noch haben, das Zahn 2.1
und auch dieses teilretinierten Exons. Nochmal so ganz kurz das Mockup, einfach ein Wax-Up aus dem Labor, mal kurz mit einem provisorischen Kunststoff in den Patientenmund gebracht und geschaut, ja, so kriegen wir, wenn wir an dem Exon was aufbauen und wenn wir hier den Einser ersetzen, dann kriegen wir hier so eine einigermaßen harmonische Relation. Und ja, wir wollen das Implantat geführt einsetzen. Wenn wir das Implantat geführt einsetzen wollen, haben wir eigentlich immer zwei Voraussetzungen, die wir brauchen. Wir brauchen einen dreidimensionalen Datensatz des Knochens und wir brauchen einen dreidimensionalen Datensatz der Mundsituation. Und wir müssen uns sicher sein, damit das Implantat in die geplante Position kommt, dass die Schiene oder die Schablone, die wir uns herstellen, dass die auch sicher positionierbar ist. Es fehlt uns nur ein Zahn, also ich kann die auf allen anderen Zähnen abstützen. Damit werde ich eigentlich eine sehr, sehr sichere Positionierung haben. Und diese beiden Datensätze zu generieren, das ist eigentlich kein größeres Problem. Wir haben die statische Navigation gewählt, ist vielleicht trivial, also die schablonengeführte Implantation. Wir sind zurzeit auch dabei, wieder dynamisch navigierte Implantate zu setzen. Aber die statische Navigation funktioniert eigentlich sehr gut mit einem System, das mit einem Patientenbohrern arbeitet, einen Hülsendurchmesser, damit eigentlich ganz komfortabel ist. Einziger Nachteil vielleicht, diese einen Patientenbohrer sind relativ teuer. Die Frage ist, wie genau bin ich in meiner Planung? Also wie genau bekomme ich es wirklich hin? Und wenn ich nur mal schaue, wie genau ist ein DVT, dann wissen wir, dass ein DVT ungefähr eine Genauigkeit hat im Zehntelmillimeterbereich. Also für die Genauigkeit oder die Genauigkeitsanforderungen, die wir haben, wenn wir ein Implantat inserieren, Zehntelmillimeterbereich ist absolut ausreichend, ist perfekt. Und der zweite Punkt, vielleicht noch ein wichtigerer Punkt, wenn ich jetzt die Datensätze habe, wir wissen intraoral scannen, da kommen wir später nochmal drauf, da wird Bernd auch nochmal was dazu sagen, wie genau sind die heutigen intraoral Scanner, auf alle Fälle deutlich genauer als dieser Zehntelmillimeter, also der limitierende Faktor ist sicher nicht der intraoral Scanner oder der Laborscanner, sondern eher das DVT. Und dann ist die Frage, wie genau bekomme ich diese beiden Datensätze zueinander? Und hier ist vielleicht auch noch meine Frage, wie groß muss das DVT sein, damit ich Datensätze sauber zueinander matchen kann? Und da hat Sigmar Schnutenhaus, ein niedergelassener Kollege, der sich gerade in Ulm habilitiert hat, eine sehr schöne Untersuchung gemacht, der mir gezeigt hat, dass wenn ich 5 Zähne artefaktfrei auf meinem DVT drauf habe, dass ich dann ausreichende Genauigkeit habe, also dann bin ich also ungefähr im 2-Zehntel-Millimeter-Bereich in meiner Genauigkeit, diese beiden Datensätze miteinander zu verrechnen. Das heißt, ich bin immer noch in einem Genauigkeitsbereich unter einem Viertelmillimeter, wenn ich das DVT mit einbeziehe. Aber es ist eben wichtig, dass ich diese 5 artefaktfreien Zähne habe. Wenn ich das nicht habe, brauche ich eine Röntgenschablone dazu. Aber es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, jetzt bei unserem Patienten, der lauter Karies und füllungsfreie Zähne hat, bis auf den Zahn 2-1, dass ich dort ein komplettes DVT von Ober- und Unterkiefer mache. Weil ich eben sonst auch in der Not bin, ich muss das komplette DVT befunden und ich brauche es für meine Anforderungen, die ich hier habe, definitiv nicht. Ja, Andreas und ich, wir haben uns das so ein bisschen angewöhnt, dass wir mit SMOP arbeiten. Und zwar machen wir das eigentlich so, ich schicke Andreas die Datensätze, Andreas macht die Planung und legt es mir dann wieder in diese Plattform rein und ich schaue es mir an und gebe es dann frei und dann wird die Schablone hergestellt. Schauen wir da mal ganz kurz durch. Also wir haben diese Situation, Sie sehen jetzt schon, die Datensätze sind jetzt miteinander verrechnet. Ich habe ein kleines Volumen. Ich habe eben genau meine 5 Zähne, die ich jetzt schön miteinander matchen konnte. Und also eine relativ kleine, knöcherne Situation, die aber sehr, sehr genau dort in diesen SDL-Datensatz der Mundsituation gelegt werden konnte. Und ich kann eben jetzt hier mein Implantat reinplanen. Wir sehen im Querschnitt hier mal rechts unten, dass wir einen relativ ausladenden Canalis incisivus haben. Der macht uns jetzt nicht größer ein Problem, aber es ist so ein bisschen ein limitierender Faktor. Ich habe hier mein Implantat dann mit reingeplant und Sie sehen schon, das ist jetzt mal der Sicherheitszylinder 1,5 mm rundherum. Also diese 1,8 mm, die wir vorher gesagt haben, die haben wir nach Bukal nicht, brauchen sie aber. Also wir brauchen hier unbedingt die laterale Augmentation eben, um stabile
Situation, stabile Verhältnisse zu haben. Also jetzt hier meine Snob-Schablone eingesetzt. Ganz klar wird es nur mit einem Lappen operiert. Sowieso, wenn ich augmentieren muss, aber überhaupt immer in der Implantologie. Nee, nur eine Stanze mag ich eigentlich gar nicht. Ich möchte den Knochen sehen und ich möchte mir die Situation darstellen. Und schauen wir vielleicht nochmal so ganz kurz. Das war die Situation sechs Wochen nach der Implantatinsertion. Und Sie sehen schon, wir haben eigentlich dort im basalen Bereich den Knochen schon ganz gut rekonstruiert. Uns fehlt nur so ein bisschen das Volumen. Jetzt im zervikalen Bereich oder im marginalen Bereich. Und wenn wir jetzt nochmal genauer schauen, dann haben wir Weichgewebe augmentiert. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, nach der Weichgewebsaugmentation, also das ist jetzt ein Bindegewebstransplantat einfach und in einem Split-Flap über die Situation gelegt bei der Nahtentfernung, dass wir eben jetzt hier schon deutlich günstigere Verhältnisse haben. Dann können wir das Implantat freilegen, da bietet sich die Schablone nochmal dazu an, damit weiß ich wirklich ganz genau, wo das Implantat sitzt. Mit einem Rolllappen freigelegt, sodass ich nochmal versuche, eben mehr Volumen nach Bukal zu bekommen. Sie sehen, die Implantatposition ist so, ich konnte es super gut verschrauben. Ich habe genügend Gewebe jetzt nach Bukal, sowohl Hart- als auch Weichgewebe. Und habe dann in der Situation schon mal gescannt, stelle mir ein Provisorium. Gut. Er hat geplant, um 12.15 Uhr die Mittagspause zu machen. Florian, du warst bei deinem letzten Dia. Das tut uns richtig leid. Würden wir uns sagen, wir machen jetzt die geplante Mittagspause, wie sie vorher schon angekündigt war, Minuten genau. Wir würden uns dann um 12.35 Uhr nochmal treffen. Vielleicht noch ganz kurz noch ein aus Praktikersicht. Worüber müssen wir denn den Patienten vorher aufklären? Da gibt es auch rechtliche Überlegungen, die ich Ihnen vielleicht kurz noch mitgeben will. Und zwar, wir müssen vor der Behandlung den Patienten aus rechtlicher Sicht über ein Kürzel aufklären, was mir sehr hilft, auch bei der eigenen Therapieentscheidung. Sie müssen ihn über den Befund aufklären. Sie müssen ihm erklären, was passiert, wenn man gar nichts macht, also Unterlassung. Die Therapie muss mit ihm besprochen werden. Es muss eine Prognose abgegeben werden über das, was wir machen. Sie müssen über Alternativen aufklären. Das Risiko der Behandlung muss mit dem Patienten besprochen werden und er muss über die Kosten aufgeklärt werden. Wenn man sich das so ein bisschen als Leitfaden macht, ist das, glaube ich, ein ganz schöner Weg, sich auf der einen Seite rechtlich abzusichern und auf der anderen Seite aber auch, dass man im Patientengespräch alle relevanten Sachen abklärt. Wir machen das dann so, dass wir eben im Rechner einfach eben dieses Good Part als Kürzel eingeben und können dann eben sicher sein, dass das Ganze juristisch auch abgesichert mit der Dokumentation ist. So, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den ersten Teil Ihrer Aufmerksamkeit. Wir haben die Planung dann an sich soweit abgeschlossen und können dann in 20 Minuten eintauchen in die Therapie, in die eigentliche Therapie des Falles, mit den Materialien, mit den anderen Bereichen und last but not least auch die Preisverleihung des Videopreises dann noch in Angriff nehmen. Wir treffen uns wieder um 12 Uhr, 20 Minuten haben wir gesagt, 12.40 Uhr werden wir dann wieder online sein. Bis dann, guten Appetit. Pünktlich nach der Mittagspause, es war jetzt zwar nicht so viel Zeit zum Essen, aber wir werden es hinterher nachholen. Haben wir auch versucht, die technischen Probleme wieder soweit in den Griff zu kriegen und würden jetzt dann weitermachen mit dem Fall, so wie er sich darstellt, um das Ganze durchzuführen. So, ja. So, jetzt da. Das war die Situation, die wir vorher hatten. Also wir haben das Provisorium, das eigentlich direkt auf der freigelegten Situation entstanden ist. Und Sie sehen schon, ja, dieses,
diese Stufe, die wir da noch drin haben, das ist jetzt eigentlich so die Aufgabe in der Entwicklung der Weichgewebe. Das haben wir dann auch gemacht. Gut. Das heißt quasi die Situation, die wir jetzt hier so haben mit den entwickelten Weichgeweben. Und wir wollen das Ganze, nachdem wir die Weichgewebe eben soweit dann fertig haben, nachdem es soweit stabil ist, eben dann ins Labor bringen. Und das war ja die Situation, die wir gerade schon hatten, die Ästhetikanalyse am Patienten, wo Andreas eingesprungen ist. Andreas, machst du nur ganz kurz deine Ästhetikanalyse fertig, bitte? Ja, ich mache das noch schnell fertig. So, kurz starten. Genau, wir waren da stehen geblieben bei dem Helligkeitswert. Und genau, und der Farbe, wie gesagt, die Farbe ist halt sehr kontrastreich, hoher Helligkeitswert, sehr helle Schneide. Und ja, vor allem ein starker Verlauf. Wenn wir uns jetzt die Materialien anschauen, welche Materialien wir verfügen haben, dann sieht man schon auch, dass natürlich entweder ein vollkeramisches Lithium-Disilikat oder ein Zirkonoxid möglich wäre. Und man sieht schon auch, dass diese Pressmaterialien, die wir zur Verfügung haben, natürlich oftmals nicht so die Pigmentierung haben. Das kann man natürlich ganz gut mit dem Aufschichten hinkriegen oder mit dem Kolorieren. Und wir müssen gucken, welche Art von Opazität setzen wir ein. Und da muss man gucken, natürlich, das sehen wir auch gleich, wie weit der präpariert ist. Aber das nächste Problem, was wir natürlich haben, ist zusätzlich, dass der Zahn 2.1 natürlich auch sehr stark verfärbt ist. Und wir diskutieren müssen, mit welchem Material man das abdecken kann, ob man es überhaupt abdecken kann. Weil es natürlich schon, man sieht ja schon auch, die Materialstärken sind natürlich da nicht so dick und wir müssen überlegen, ja, mit welcher Technik können wir das machen. Aber da haben wir auch eine Lösung und geplant haben wir jetzt an Zahn 1.3 so einen keramischen Aufbau ohne Präparation, dann die Implantatkrone an Zahn 1.1 und eine Vollkeramikkrone an 2.1. Genau, von der ästhetischen Parameter, von den Form und der Stellung sieht man, dass die Mittellinie jetzt mit den Provisoren ein bisschen leicht verschoben ist. Das ist aber eine relativ einfache Korrektur. Und dann sehen wir auch, dass der Zahnrechenhauch zu lang ist und der sitzt ein bisschen auf, also er müsste ein bisschen gekürzt werden. Und die Achse, ja, die Inklinierung der Situation war eigentlich ganz gut. Genau, dann gehen wir wieder zurück. Zur zahnlichen Herstellung kommen wir gleich. Ich verlasse wieder den Bildschirm. Okay, und dann steigen wir in die Sitzung ein, die ich Ihnen gern live zeigen wollte. Ich habe jetzt so ein paar Videosequenzen raus. Also ich war ganz hoffnungsvoll, dass wir das eigentlich hinbekommen, diesen verfärbten Zahnstumpf abzudecken, weil so schlecht schaut es eigentlich mit dem Provisorium nicht aus, dass selbst dieses Kunststoffprovisorium das eigentlich schon ganz gut abdeckt. Und jetzt sind wir an der Sitzung am Donnerstag, als der Patient zu uns kam. Hier haben wir nochmal die Abformsitzung. Also wir sehen, Stumpf ist zwar stark verfärbt, Weichgewebe ist aber relativ dick. Und wir legen jetzt hier einen Doppel-Nuller Faden mal. Und haben damit eigentlich auch die Präparationsgrenze in dem Bereich, der im ästhetisch relevanten Anteil sehr, sehr gut kaschierbar ist. Und nehmen dann nochmal unser verschraubtes Provisorium gleich raus auf dem Implantat. Und das ist eigentlich so eine Situation, wenn ich ein implantatgetragenes Provisorium rausnehme, dann ist die Helferin eigentlich immer schon in Hab-8-Stellung, weil ich möchte immer sofort, wenn das Provisorium aus dem Mund rausgeht, dass simultan sofort ein CHX-Pellet auf das Implantat drauf geht. Ich glaube, Sie kennen die Situation alle. Der Patient nimmt es oft sehr verstörend wahr, wenn sie da eben dieser Geruch entfaltet, der da in diesen feinen Räumen ist. Und die sind dann sehr beunruhigt, deswegen sofort reflektorisch kommt da das CHX-Pellet drauf. Und hier sehen wir eigentlich ganz schön wieder das Bild der Wahrheit. Wir sind jetzt eigentlich mit unserem, das ist jetzt schon der individualisierte Abformpfosten, sehen wir gleich noch im Video, wie wir den hergestellt haben, aber dass wir eigentlich hier eine Situation haben, wo wir
zumindest von der Ausdehnung der Weichgewebe in der sagittalen, also die Breite, eigentlich sehr, sehr schön da haben. Und ja, vielleicht auch nochmal die nächsten Eindrücke, wenn man das jetzt nur mit einem nicht individualisierten Abformpfosten abformen würde, dann würde Andreas ins Labor nie die Situation bekommen, wie sie eigentlich mit dem Provisorium ausgeformt wurde. Also das heißt, diese ganze Arbeit, die wir ins Provisorium gesteckt haben, die wäre so ein bisschen verloren. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze digital zu machen. Aber hier sehen wir auch, ja, nach einer gewissen Zeit und das sind Millisekunden, wo das, in denen das Weichgewebe schon kollabiert. Also, dass wir uns einfach hart tun, die Weichgewebe ins Labor zu übertragen. Können wir gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Andreas, du hast echt nochmal wissenschaftliche Analysen gemacht, ja, wie es wirklich aussieht. Ja. Und ich habe das mal in einem Curriculum, hat es der Hubert Schenk mal sehr schön gesagt. Und ich weiß jetzt, kannst du vielleicht aus deiner Warte so bestätigen. Wenn du einen individualisierten Abformpfosten von dem Zahnarzt bekommst, dann weißt du ja, meins ernst mit der Genauigkeit. Das Hubert mal so schön gesagt, weil wir jetzt wirklich hier einen relativ großen Aufwand betreiben, um diesen individualisierten Abformpfosten herzustellen. Hier mal in diesem Video, wie ich das eigentlich so im Alltag mache. Also ich montiere mir erstmal den Abformpfosten auf ein Laboranalog. Das hat eigentlich mehr den Sinn. Und ich greife es mit der Arterienklemme, dass ich vor allem das Provisorium, das ich nachher aufschraube, dass dort kein Adhesiv draufkommt. Das ist jetzt ein Silikonadhesiv. Jetzt kommt das Provisorium drauf, also quasi die Form, die wir übertragen wollen. Und während ich jetzt hier mit meinem mittelviskosen Silikon mal die Emergenz umspritze, macht parallel meine Assistenz aus einem Putty-Material so einen kleinen Sockel aus Silikon. Den haben wir bessere Ansicht. Und dann kann ich das eigentlich sehr, sehr einfach in dieses Putty-Silikon dann reinstecken und habe hier so meinen Block, wo ich jetzt das Emergenzprofil des Provisoriums schon mal festgehalten habe. Dann vielleicht noch also als kleiner Tipp, ich zeichne mir die bukale Position an. Nehme jetzt das Provisorium runter und individualisiere jetzt dann gleich den Abformpfosten mit Pattern Resin. Das kann man natürlich auch mit einem lichthärtenden Material machen, aber ich finde Pattern Resin eigentlich ganz schön, weil man hier sehr schön die Viskosität auch steuern kann und vor allem in dem Bereich, Sie sehen, nach Bukal haben wir relativ viel Platz, nach Palatinal eher weniger Platz und mit dem Pattern Resin fließt uns auch der Kunststoff dorthin, wo wir relativ wenig Platz haben. Und es ist ein relativ günstiges Material, das sich eigentlich sehr schön verarbeiten lässt. Mit dem Einmalpinsel hält sich der Aufwand absolut in Grenzen. Und nachdem ich jetzt diese Form quasi aufgefüllt habe, dauert es vielleicht noch 3-4 Minuten, bis das Ganze ausgehärtet ist. Dann kann ich es entnehmen, schauen, ob das alles so sitzt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich hier noch so kleine Pressfahnen. Die nehme ich gleich nochmal mit einer Kreuzversandfräse weg. Jetzt zeichnen wir uns an, wo ist Bukal. Dass ich seinen Mund sofort wieder finde und kann dann das Ganze vorsichtig die Presswarnen entfernen und habe damit eigentlich relativ schnell und einfach meinen individuellen Abformpfosten hergestellt und vor allem jetzt wirklich eine 1:1 Übertragung der Situation aus dem Provisorium dann ins zahntechnische Labor. Jetzt ist natürlich die Frage, ist sowas ein Fall, den wir analog machen oder den wir digital machen? Also gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Ich könnte es natürlich auch sehr, sehr schön digital machen. Machen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz das Video aus der analogen Abformung an und wir sehen schon, ja, ich habe eigentlich eine gute Situation, die ich sicher schön auch mit einer oder mit jeder Abformtechnik aufnehmen kann. Ich habe
gesundes Zahnfleisch, ich habe Blut- und speichelfreie Situation. Also ich könnte hier sehr, sehr schön mein dünn fließendes Polyethermaterial applizieren. Und dann eben auch um den Abformpfosten des Implantats rum. Dann haben wir das hier Geschmacksfrage. Dann haben wir auch die Kauflächen drauf, eben um hier das Ganze möglichst blasenfrei zu haben. Und dann komme ich mit meinem individuellen Abformlöffel, der so weit hergerichtet ist, dass der eben mit einem mittelviskosen Material beschickt ist. Und die Perforation, wo gleich der Abformpfosten durchgehen soll, ist so ein bisschen abgedeckt mit ein bisschen Wachs, dass ich einen gewissen Staudruck erzeuge und wirklich das nur eine Perforation habe, dort, wo der Abformpfosten durchgeht, dann, ja, nach der Aushärtezeit die Schraube entfernt. Und, naja, wir haben jetzt hier keinen wahnsinnig unter sich gehenden Bereich. Trotzdem, je nachdem, was ich für ein Abformmaterial verwende, ist es doch durchaus gar nicht so angenehm für den Patienten, das Ganze zu entfernen. Und dann habe ich hier meine Abformung zurückgeschnitten und dann kann ich im Labor damit arbeiten. Im Gegenkiefer arbeiten eigentlich immer noch mit einer Alginatabformung. Wir haben ein Schwimmstückprotokoll, das wir ganz am Anfang gemacht haben. Also insofern, wenn wir jetzt ganz klassisch analog arbeiten würden, Modelle, die wir aufeinander anpassen können. Aber natürlich habe ich genauso die Möglichkeit, das Ganze digital zu machen. Und Bernd, da würde ich jetzt dich bitten als Experten eigentlich für dieses Implantatsystem. Das ist eigentlich was mich immer ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich für jeden Scanner fürs Implantatsystem verschiedene Abformpfosten brauche. Und das ist das meinen Assistenzpersonal beizubringen, dass wir jetzt mit dem einen oder mit dem anderen Gerät scannen und dass wir den einen oder anderen Scanpfosten brauchen, finde ich durchaus ja gar nicht so trivial. Schauen wir uns mal ganz kurz einen Scan mit dem Prime-Scan an, also die digitalen Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe. Und Sie sehen so ein bisschen, es ist zwar im Video zusammengeschnitten, aber Sie sehen unten so ein bisschen die in Echtzeit die Uhr mitlaufen, wie lange dauert das Ganze. Und Bernd, du hast gesagt, du würdest gerne was zur Scan-Strategie sagen von dem Prime-Scan, weil als ich das Gerät bekommen habe, hat mir der Serona-Mitarbeiter gesagt, das Gute an diesem Gerät ist, es ist vollkommen wurscht, wie du es kennst. Du hast eigentlich immer ein genaues Ergebnis. Also das konntest du dann quasi nicht bestätigen. Nein, das können wir nicht ganz bestätigen. Es gibt eine ganz schöne Arbeit vom Herrn Passos, der unterschiedliche Scan-Strategien, 13 verschiedene Scan-Strategien durchgemacht hat. Wenn man das Prinzip versteht, dann wird es, glaube ich, klar. Also als erstes, wenn ich eine Implantatsituation, gerade wenn ich vorher ein schönes Emergenzprofil geschaffen habe, es ist extrem wichtig, dann dieses Emergenzprofil direkt nach dem Entfernen des Provisoriums aufzunehmen, denn das kollabiert sonst auch sehr, sehr schnell. Wobei der Peter vielleicht nachher noch zeigen wird, wie man so ein Customized Healing Abutment schon vorwärts zeigen kann. Ansonsten habe ich auch zwei Bilder dazu, die man dann zeigen kann. Und die Scan-Strategie möchte ich vielleicht als nicht nur für die Prime-Scan, sondern eigentlich auch für alle Kiefersysteme ein bisschen erläutern, wieso das an gewissen Grund hat, das Ganze zu machen. Gingiva-Scan Emergenz ist jetzt, glaube ich, auch klar wichtig. Sobald das raus ist, sofort das aufnehmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt es ganz am Anfang auf, dann wird es tatsächlich auch eingefroren. Selbst wenn dann Sulcus-Fluid oder Blut reingeht, wird es in der Zwischenzeit ignoriert. Oder ich schneide mir den Bereich aus und scanne den dann ganz zum Schluss nach, sodass ich erst den Übersichtsscan habe, um dann zum Schluss die ganz Kiefer-Scans zu machen. Also wir haben es jetzt wirklich hier so gemacht, wir haben jetzt drei verschiedene Scans. Wir haben einmal die Situation mit dem Provisorium aufgenommen, dann wirklich versucht, den Gingiva-Scan, also Provisorium raus, sofort Scanner drauf. Andreas hat den Datensatz, also er zeigt uns auch, wie viel verloren geht an Information gleich. Und dann eben, so wie das System fortschreibt, dann den Scan mit dem Scanpfosten. Was hier definitiv sehr, sehr schön ist, ist eigentlich immer das, finde ich, mit den grünen Haken. Also du weißt eigentlich immer genau, wann ist die Information im System angekommen, also wann passt soweit. Und da vielleicht ein kurzer Tipp dazu, wenn ich die Sachen einfach kopiere in einen anderen Katalog und dann nur den Bereich ausschneide, dann werden sie automatisch übereinander gelagert. Das ist ein Vorteil natürlich, wenn ich Chairside arbeite, dass dann die Datensätze kopiert, nur den Bereich nochmal nachgescannt, sofort zusammen da sind.
Die zweite Sache, die man eben machen kann, ist, dass man ein sogenanntes Customized Healing Abutment herstellt. Man hat vorher quasi, ich versuche das gerade mal ganz kurz darzustellen, ich schmeiß dich mal kurz raus. Also wir haben halt auch festgestellt, dass die Scan-Geschwindigkeit davon entscheidend ist. Also wenn der Prime-Scan ist natürlich wahnsinnig schnell. Das heißt, wenn ich das Abutment rausziehe und dann scanne, dann bin ich natürlich mit einem schnellen Scanner, kann ich kollabiertes Gewebe nicht so schnell. Als wenn ich jetzt einen Scanner habe, der letztendlich langsamer scannt, ne, dann habe ich natürlich das Problem noch drin. Okay. Dass es nicht so gut drauf ist. Gut. Nein, Entschuldigung, das war die falsche Präsentation. Also wir haben zum einen kurz, ganz kurz die Möglichkeiten, die wir eben Chairside haben. Dass wir eben sagen, wir machen sogenanntes Backward Planning. Wir machen am Anfang die prothetische Versorgung, planen die ein, wie die durchgeführt wird, nehmen dann diesen Datensatz, verheiraten den mit dem DVT, zunächst einmal für die Implantation, indem wir aufgrund der festen Zahnstrukturen dann sowohl die Gingiva-Information als auch die Knochenstruktur haben und entsprechend dann eine Bohrschablone herstellen können, mit der wir dann navigiert das Ganze durchführen können. Und wir machen es dann in der Zwischenzeit eben so, dass wir die Implantatsituation intraoperationen aufnehmen, sodass wir dann bei der Freilegung zurückrechnen vom Provisorium über diese Situation ein Emergenzprofil schon machen können, das dann idealisiert für die spätere Versorgung möglich ist. Und dann eben in diesem Customized Healing Apartment direkt schöne, ausgeformte Alveolen erzielen können. Das ist was, Peter, da hast du vielleicht nachher auch noch zwei, drei Bilder dazu. Ich wollte vielleicht ganz kurz nochmal auf die Scan-Strategie eingehen, die sich sowohl von der Geschwindigkeit her als auch von der Präzision her bewährt hat. Also wie gesagt, der Herr Passers hat 13 verschiedene Möglichkeiten der Scan-Strategie, von schlangenförmig mit quadrantenweise über die Möglichkeit zu sagen, ich gehe tatsächlich dann strukturiert vor. Und dieses strukturierte Vorgehen, um es kurz zu machen, ergab einen eindeutigen Sieger, sowohl was die Richtigkeit als auch die Präzision angeht. Also, um das kurz zu zeigen in diesen Tabellen, je tiefer man ist, umso richtiger ist man und je geringer die Standardabweichung ist, umso genauer ist man. Und oben ist die Einzelkieferaufnahme und unten ist die Gesamtkieferaufnahme. Wenn Sie also schauen, wo sind wir am tiefsten, das ist jetzt nochmal für Primescan und Omnicam, aber wir sind sowohl am tiefsten als auch mit der geringsten Standardabweichung bei dem Vorgehen M. M-Strategie bedeutet, man beginnt auf der palatinalen Seite, geht auf den bis zum Gegenkiefer. Also man beginnt auf der palatinalen Seite, auf der Innenseite bis zum anderen Kiefer, geht auf der Okklusalfläche zurück, um dann die Labialfläche erst von der einen Seite zu machen, schaltet dann aus und er macht den letzten Scan in der fehlenden Seite bis zur anderen Seite. Das ist auch die schnellste Variante und wir setzen das bei uns eigentlich in der Zwischenzeit routinemäßig eigentlich bei jedem Patienten oder bei fast jedem Patienten um Ganzkiefer-Scans zu haben und müssen das dann auch delegieren an die Assistenz und da eine gewisse Strategie sich zu erarbeiten, ist vielleicht auch eine Möglichkeit eben zu sagen, okay, wie kann das intuitiv so richtig machen? Sie müssen sich einfach vorstellen, also keine Sorge, ich werde das jetzt nicht hier sehr viel weiter ausbauen, aber Sie können sich so vorstellen, Sie haben ja einen Laufsteg und da sehen Sie zunächst gar nichts. Und diesen Laufsteg müssen Sie zunächst austarieren. Sie sind mehr oder weniger blind, deshalb die palatinale Seite, wo Sie möglichst wenig Weichgewebe haben, um dann eben zunächst mal das Feld abzumachen. Wenn dann die Außenaufnahmen kommen, da vielleicht noch ein kleiner Nebenaspekt, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist oft eine Detailfrage. Frauen fällt sofort auf, dass der Mann das Preisschild noch unterm Schuh hat, was dem Mann eher manchmal nicht ganz so auffällt. Also da wirklich auf Detailliebe achten. Und dann sind die kritischen Bereiche tatsächlich dort, wo ich von Bukal nach Palatinal gehe. Und da gilt einfach als Grundregel, lieber nach innen fliegen als nach außen fliegen. Und erst wenn Sie den gesamten Laufsteg haben, dann wenden Sie sich dem Weichgewebe zu. Also so als Grundstrategie,
palatinal, mesial, palatinal, okklusal und dann erst labial. Und die zweite Sache eben, wenn Gewebe dabei ist zu kollabieren, das als allererstes zu machen, da vielleicht verschiedene Aufnahmen zu machen. Peter, da hast du, glaube ich, 2, 3 Aufnahmen mit einem ganz schönen Emergenzprofil, wie man das dann machen kann, wenn ich da endlich weitergeben darf. Gut. Ich muss jetzt hier mal aber das Statement abgeben. Ich bin nicht der Spezialist für Frontzahnversorgungen, für implantologische. Wir machen das schon selbst in Fällen, wo das sich als machbar erweist. Und ich nehme dann für die, oder nicht im Gegensatz, aber ergänzend zu den bisherigen Strukturen, vorgeschlagenen Wegen, versuchen wir auch entweder direkt nach der Freilegung aufzunehmen, beziehungsweise gehen kurz nach der Freilegung dann direkt mit den Scanbodies drauf und arbeiten anstatt der natürlich perfekten Arbeitsweise mit dem Resin Pattern, dass wir geformte Abformpfosten dann in das Labor geben, arbeiten wir am Patienten. Also die Arbeitsweise ist vielleicht auch nicht ganz unaufwendig, aber wenn wir uns, ich nenne es mal idealisierte Kunststoff-Hybridkronen ausschleifen, dass wir sie in diesem frühen Stadium, also wie gesagt, entweder direkt nach der Freilegung, dort habe ich natürlich viel, viel Raum, viel Platz, und bearbeite dann direkt am Patienten die provisorische Hybridkrone und kann damit dann die Formung, Entschuldigung, das war bisher nicht zu sehen, glaube ich, ne? Arbeite also hier mit der Acryl, der Krone aus dem Acrylblock, um dann die provisorischen Kronen für eine Zeit lang tragen zu lassen und dann an diesen Kronen zu arbeiten. Hier sieht man übrigens, das gab erhebliche Schwierigkeiten aufgrund der Abstände der beiden mittleren Inzisive, die sich dann aus der Implantatposition ergaben. Da mussten wir also bei 1,1 noch ein bisschen arbeiten, um dann die Mittellinie wiederzufinden. Aber mit Hilfe dieser Krone, die wir ja dann auch direkt übernehmen, dort haben wir keinen Aufbau mehr, mit dem wir noch formen, sondern wir machen es quasi live am Patienten, dass wir so lange das kontrollieren, gegebenenfalls nacharbeiten. Wir können ja auf diese Acrylmaterialien auch Material auftragen, Komposit auftragen, können das wieder polieren. Für eine gewisse Zeit ist das schon eine adäquate Möglichkeit, um das dann aufzubauen, um dieses dann direkt zu übernehmen. Also hier übernehme ich das Emergenzprofil direkt in die definitive Versorgung, und Sie sehen schon, das ist hier alles andere als perfekt. Dort haben wir eine Differenz zwischen den beiden Höhen der bilateralen, der marginalen Kronen, der marginalen Ränder dieser beiden Kronen. Aber das ist eine Möglichkeit, mit dem man auch so ein bisschen vertackte Situationen ganz gut in den Griff bekommt. Ansonsten natürlich die Arbeit über die Ameisenarbeit, das ist ja wirklich sehr, 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 sehr aufwendig, bewährt sich, ist eine alte Weisheit. Da, wo ich viel reinstecke, bekomme ich viel raus. Also insofern gibt es meines Erachtens auch keine echte Alternative, also keinen perfekten Weg dazu. So, nehme ich hier mal wieder raus. Gut, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das noch mit einem anderen Scansystem zu machen, das sich nur marginal unterscheidet, aber Sie sehen ganz deutlich, der Scanpfosten unterscheidet sich. Und schauen wir hier mal ganz kurz rein. Auch hier haben wir eigentlich die Möglichkeit, eben diese verschiedenen Informationen zusammenzutragen, indem wir jetzt auf der einen Seite dann starten mit der Situation, dass wir den Datensatz eben mit dem Provisorium einmal haben, also zuerst mal den Gegenkiefer hier mit aufzunehmen. Wir sehen, die Darstellung ist vielleicht ein bisschen detailgetreuer, vielleicht ist es nicht ein Tick langsamer als der Primescan, würde ich sagen. Und wir haben die Möglichkeit eben auch hier, dass wir
theoretisch die Farbe uns ausmessen lassen können. Wahrscheinlich mit so einem Frontzahnfall ist das nicht wirklich eine Option, dass wir hier auf eine elektronisch gemessene Farbe zugehen, weil hier ganz viele individuelle Nuancen mit drin sind. Aber wir machen den ersten Scan jetzt auf alle Fälle mit dem Provisorium drin, dass wir den eben mal als Vorlage haben, dass wir den Datensatz dazu haben. Und das macht dieser Scanner dann eigentlich schon fast automatisch. Ich muss ihm gleich nochmal sagen, wo befinden sich die Zähne, die ich restaurieren möchte. Die nehme ich immer den Gaumen mit und sage ihm jetzt, wo befindet sich unser Zahn, wo das Venier drauf soll, wo befindet sich der Zahn mit der Krone, wo befindet sich das Implantat, das muss ich ihm sagen, und dann schneidet er das automatisch aus für die nächsten Scans. Dann, solange das Provisorium noch drin ist, machen wir auf alle Fälle auch den Buchhalscan. Wir brauchen hier zwei Buchhalscans. Also ein kleines bisschen aufwendiger als vorher bei dem anderen Scanner. Und jetzt nehmen wir eben auch wieder die Emergenzsituation auf. Und wenn gleich dann bei Andreas sehen, was kommt davon wirklich im Labor an? Was kommt an Daten an? Wenn wir jetzt eben die Situation haben, kurz nachdem wir das Provisorium ausgeschraubt haben und dann eben nochmal der Scanpfosten an sich, den wir hier reingeben. Und vielleicht so ein kleiner Nachteil, das ist ein Implantatsystem, das diese kleinen Noppen hat. Und dieser Scanpfosten ist aus Polyetherketon. Das heißt, wenn ich den zu stark anziehe, kann ich ja diese kleinen Noppen abreißen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn ich das so eingescannt habe, dann kriege ich die Situation eben so übertragen. Können wir das Ganze auch nochmal monochrom schalten, um nochmal zu beurteilen, habe ich wirklich die Präparationsgrenzen von meinem präparierten Zahn gut drauf. Und das wäre dann die Situation, so wie es ins Labor geht. Und Sie sehen unten so ein bisschen ja die komplette Situation aufzunehmen mit diesen ganzen Scans. Da haben wir so im Bereich 11,5 Minuten hat es gedauert. Ja, dann ist so die Frage, wie gehen wir weiter? Also wir haben jetzt die Daten eigentlich mal aufgenommen, analog und digital. Welches Material und welches Konzept wählen wir aus, um diesen Patienten zu versorgen? Und ganz klar, wir sind die AG Keramik, wir wählen auf alle Fälle ein keramisches Konzept aus. Andreas hat gesagt, wahrscheinlich würden viele Leute auf diesen verfärbten Stumpf vielleicht Metallkeramik machen. Die Bandbreite an Keramik, die wir haben, die sich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich vergrößert hat, also von den klassischen Feldspatkeramiken, den hochfesten Glaskeramiken und den stark transluzenten Zirkonoxiden hier in dem mittleren Bereich. Das wäre eigentlich alles das, was für Kronen eigentlich zugelassen wäre und auch sicher geeignet wäre. Und dann im rechten Bereich die Zirkonoxide der unterschiedlichen Generationen. Wenn wir jetzt über eine verschraubte Restauration sprechen, dann sind wir wahrscheinlich im mittleren Bereich unterwegs. Wenn wir über eine zementierte Variante sprechen, beim Abutment vielleicht im rechten Bereich. Und ich habe nochmal das Update oder den Vorschlag des Updates der Leitlinie, der S3-Leitlinie, vollkeramische Kronen und Brücken mit reingebracht. Es ist noch nicht veröffentlicht, aber es ist auf alle Fälle für uns ein Anhaltspunkt, nochmal zu sehen, was empfiehlt die Wissenschaft für die Frontzahnregion als Kronenmaterial. Und da sehen wir, naja, das haben wir eigentlich bei den entweder im Lithium-Disilikat-Bereich, also in dem Bereich einer hochfesten Glaskeramik oder im verblendeten Zirkonoxid-Bereich. Das wäre eigentlich das, was hier so empfohlen wird. Ich habe nochmal die Materialien auch für den Seitenzahnbereich mitgebracht. Auch da wären wir eigentlich eher im Lithium-Disilikat-Bereich. Vielleicht auch, wenn wir eine Brücke gemacht hätten, wo wären wir dort? Da wären wir sicher im Zirkonoxid-Bereich, Zirkonoxid verblendet. Und Seitenzahnbrücken, da ist das, was wir vielleicht zurzeit häufig machen, dass wir unverblendetes Zirkonoxid einsetzen. Da gibt's zurzeit noch keine Literatur, deswegen lässt man hier die Empfehlung noch offen. Aber eigentlich, wenn man hier vom Frontzahnbereich ausgeht, dann haben wir eigentlich zwei echte Alternativen. Das wäre das verblendete Zirkonoxid und das wäre das Lithium-Disilikat fürs Kronenmaterial. Jetzt haben wir das Implantat noch mit dabei. Da haben wir eigentlich die Möglichkeit, dass wir
das Abutment aus entweder Keramik oder aus einem sogenannten Hybrid-Ansatz mit einem Titan-Insert herstellen. Wir wissen aus der Untersuchung von Antappe, dass wir, wenn wir ein keramisches Abutment hernehmen und bringen Fluoreszenz in die Keramik rein, dass wir eine deutlich bessere Beleuchtung der Weichgehwebe haben und damit eine ästhetischere und eine natürlichere Erscheinung der Weichgewebe. So ist das Problem, dass oft das Zirkonoxid an sich keine Fluoreszenz hat, dass man versucht, mit Verblendkeramik die Fluoreszenz reinzubekommen. Und irgendwo gibt es noch so eine alte Regel, Verblendkeramik und Weichgewebe, das geht nicht zusammen. Das war eine Untersuchung und es war für mich schon so eine Untersuchung, die so ein bisschen mein Denken über verschraubt und zementiert nochmal verändert hat. Und zwar diese Untersuchung hier von Daniel Thoma aus Zürich, der sich mir angesehen hat, davon ausgehend, was macht die Verblendkeramik mit den Weichgeweben. Und zwar hat er bei 44 Patienten zwei Gruppen gebildet, Zirkonoxid-Abutments mit Verblendkeramik im Weichgewebsbereich und ohne. Und dann die Hälfte dieser beiden Gruppen waren nochmal verschraubt und zementiert. Und er hat sich nicht nur die klassischen klinischen Parameter angeguckt, sondern hat mikrobiologische Analysen gemacht, hat sich die parodontal relevanten oder die relevanten Keime der parodontalen Erkrankungen sich angesehen und er hat Histologien genommen, also eine klinische Untersuchung mit Histologien, wo er sich die Weichgewebe bei den Patienten ansehen konnte und hat gesehen, dass diese Verblendung, also diesen Einfluss, dass der nicht negativ war, dass die Verblendkeramik hat die Mikrobiologie und auch die Histologie nicht negativ beeinflusst, aber ganz klar, dass wir bei den zementierten Restaurationen Trend zu mehr Entzündungen hatten in der Histologie und eben auch eher Parodontalkeime als bei den verschraubten Restaurationen. Also ganz klar kann man festhalten, wir wollen verschrauben, wir dürfen durchaus verblenden auf unser Material drauf, auf unser Zirkonoxid. Ja, Andreas, was sind deine Überlegungen dazu, als du den Fall ins Labor bekommen hast? Da gucken wir jetzt mal die Materialien auch seitens des Labors an. Und gleich mein Bildschirm. Und wir haben natürlich auch da verschiedene Materialien, die wir da im Einsatz haben. Und wie du schon sagtest, wir haben natürlich auch Hybride, das heißt, wir haben einmal eine adhesive Befestigung zu dem Titan- oder Titanklebebasis. Und da kann man dann überlegen, ob man dann jetzt direkt mit einem Lithium-Disilikat drauf auf das Abutment arbeitet oder halt nochmal eine Zirkonoxidschicht oder man arbeitet komplett Zirkonoxid monolithisch oder Lithium-Disilikat monolithisch. Was wir gerne machen, wir nehmen halt gerne im periimplantären Weichgewebe halt Zirkonoxid, weil wir da auch wirklich sehr gute Daten haben bezüglich der Gingiva-Anhaftung und versuchen natürlich, gerade wenn wir Patienten haben mit einem hohen Helligkeit, mit einem niedrigen Helligkeitswert, also sehr transluzenten Zähnen auch, versuchen wir natürlich eher mit einem Lithium-Disilikat zu versorgen, weil wir da natürlich auch sehr gute Werte haben. Aus unserer Sicht teilen wir das ja so ein bisschen so in den drei Bereiche ein, zahntechnisch. Einmal so diese Silikatkeramik, also die Verblendkeramiken, dann so den mittleren Bereich, diese Lithium-Disilikate, der Lithium-Silikate und dann die Zirkonoxide. Was die Zirkonoxide von den Lithium-Disilikaten unterscheidet, ist im Grunde genommen die Festigkeit. Also Zirkonoxide sind je nachdem, was für eine Art von Generation, natürlich fester. Aber wir können vor allem die Lithium-Disilikate sehr gut adhesiv befestigen. Wenn man jetzt überlegt, welche Generation von Zirkonoxid man wählt, das ist natürlich auch so eine Frage, wie groß das Indikationsgebiet ist. Also hat man einen ganzen Kiefer zu versorgen, hat man eher so erst die zweite Generation. Hat man jetzt Einzelzahnversorgung oder kleine Brücken, kann man so dritte, vierte Generation nehmen. Da sagen wir mal so eher die vierte Generation, die dritte ist auch dafür schon zu weich. Und gerade diese unterschiedlichen Generationen sind natürlich auch unterschiedlich transluzent. Und deswegen ist es wichtig, dass man halt genau weiß, wie dick wird die Restauration werden und wie wird die Restauration befestigt. Und da gehe ich halt schon seit Jahren für diesen Leitfaden der AG Keramik vor, dass ich halt immer auch in der Technik schaue, wie kann der Zahnarzt befestigen. Also das, wenn ich schon herstelle oder auch schon die Arbeiten produziere, dann taste ich die durch und gucke, wie dick die sind. Haben die genügend Festigkeit? Ist das Material eine Grundfestigkeit? Und dann kann ich mich überlegen, ich könnte es jetzt auch
mit Adhesiv einsetzen oder ohne Adhesivtechniken. Das ist, denke ich mal, auch für den Zahntechniker sehr wichtig. Und dann gibt es halt auch wiederum Einschränkungen der Hersteller seitens hier des Lithium-Disilikates, dass der Hersteller sagt, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Hyslidabatmenkode machen wollt, dann ist es halt wichtig, da die Materialstärken einzufordern. Also zum Beispiel jetzt seitens des Lithium-Disilikats von der Firma Ivoclar, die sagt, bei einer Implantat-Abatmenkode braucht man zum Beispiel schon mal eine Materialstärke von zirkulär 1,5 mm. Und wenn die dann nicht gegeben sind, dann ist es vielleicht okay, dann mit dem Lithium-Disilikat zu arbeiten, aber von der Festigkeit her wieder nicht. Das heißt, dann muss ich ganz klar auch nach Herstellerangaben auch Material vielleicht nicht mehr einsetzen, dann vielleicht auf ein festeres Material steigen, auf ein Zirkonoxid. Und deswegen ist ganz oft so, dass im Abatmenbereich, wo auch gerade ein dünnes Ausdrucksprofil erzeugt wird oftmals, das Zirkonoxid eigentlich aus meiner Sicht das Mittel der Wahl. Sie sehen hier, die Transparenzen sind im Lithium-Disilikat einfach umfangreicher und weitläufiger. Das heißt, ich kann wirklich von hochtransluzenten Materialien bis opaken Materialien habe ich da alles zum Einsatz. Aber wir sehen jetzt auch in Zukunft, wird sich das auch im Zirkonoxidbereich auch ähnlich anpassen. Wobei natürlich man sagen muss, dass das Lithium-Disilikat, egal wie, welche Transparenz es hat oder welche Transluzenz es hat, immer gleichfest ist. Und das Zirkonoxid natürlich, wenn es unterschiedliche Transluzenzen hat, auch unterschiedliche Generationen besitzt und damit auch unterschiedliche Festigkeiten besitzt. Also da ist es ein bisschen komplizierter, weil man muss natürlich dann genau schauen, mit welcher Transluzenz kann ich welche Arbeit versorgen. In unserem Bereich haben wir natürlich dieses Abatment aus Zirkonoxid gemacht. Da gibt es eine ganz gute Studie, also eine Review von Linkevicius, der verschiedene Materialien verglichen hat, gerade im periimplantären Weichgewebe. Und da ist es natürlich so, dass es gerade für uns interessiert jetzt sozusagen Titan versus Zirkonoxid. Und da hat man sozusagen eine ähnliche Reaktion des periimplantären Weichgewebes, wobei das Zirkonoxid ein bisschen bessere Reaktionen aufweist in Bezug auf die Gingiva als jetzt das Titan. Also man kann schon sagen, das Titan ist immer noch der Goldstandard, aber gerade das Zirkonoxid ist halt sehr gut, was die Anhaftung an Weichgewebe anschaut. Und dann haben wir auch andere Bereiche, also andere Studien, die außerhalb der Implantologie liegen, von Digidi und Scarano, und die bescheinigen dem Zirkonoxid auch eine sehr gute Anhaftung. Das ist das, was wir im Grunde genommen herstellen, was wir auch sehen. Gehen wir wieder zurück auf die zahntechnische Herstellung. Ist es so, dass wir jetzt dieses Problem ja gerade diskutiert hatten, was die Ausformung des Weichgewebes angeht. Und Sie sehen, das ist jetzt sozusagen die klassische Technik mit einem individuellen Abdruckpfosten, diese Übertragung zwischen Langzeitprovisorium und definitive Arbeit herzustellen. Und der Florian von Krakstedt hat so ein schönes Zitat von Hubert Schenk zitiert. Also ich sage immer auf den Fortbildungen, wer ein Provisorium macht und keine Übertragung, der braucht eigentlich auch kein Provisorium machen. Ja, weil letztendlich nur die exakte Übertragung ist ganz wichtig. Was ich sagen muss, auch für die Zahntechnik ist es so, wenn natürlich das Weichgewebe, wie auf dem linken Bild, perfekt ausgeformt ist und übertragen worden ist, dann darf man natürlich seitens der Zahntechnik auf dem rechten Bild auch nichts mehr radieren. Das heißt, die Ausformung hat eigentlich schon so 100% stattgefunden. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir das, was wir in der Behandlung haben, auch zu 100% übertragen und vielleicht nicht zu 90% oder 95%, weil dann gehen halt Informationen, die wir uns hart erarbeiten haben, wieder verloren. Wir machen auch oftmals so ein separates Modell, das kann man auch drucken natürlich, wo wir dieses Weichgewebe 1:1 haben, ohne dass es halt jetzt federt oder aus Silikon besteht, weil auch dort sind wir in der Übertragung nochmal genauer. So, jetzt gucken wir uns mal den Intraoral-Scan an, das ist jetzt der Trio-Scan. Und da sehen wir ganz gut, wie das Weichgewebe ausgeformt ist. Das ist gar nicht so schlecht. Hier haben wir dann auch die Abformung der Proportion. Da sieht man auch sehr gut die Proportionsgrenzen. Manchmal ist es so, dass bei einer konventionellen Abformung vielleicht das Silikon noch mal ein bisschen exakter in den Spalt fließt und dadurch vielleicht noch mal eine leichte Abzeichnung mehr ist. Aber ich denke, da ist es halt wichtig, dass man wirklich die Regeln des Intervallscans auch gerade im Bereich der Proportionsgrenzen beherrscht und das gut übertragen kann. Hier sieht man nochmal die Proportionsgrenze. So, jetzt ist das Problem, dass wir natürlich dann diesen Scanpfosten abgescannt haben. Und dieser Scanpfosten muss natürlich in der Übertragung so exakt sein, wie ich auch den letztendlich in der Datenbank habe. Das heißt, in meiner Datenbank ist ein Scanpfosten hinterlegt und ich sozusagen überlagere dann beide Scanpfosten übereinander. Und wenn es so ist wie hier, ist es nicht korrekt. Das heißt, da muss man nochmal einen Abgleich machen, sodass wirklich beide
Pfosten perfekt übereinander lagern. Also hier sieht man das zum Beispiel. Hier ist der Scanpfosten perfekt überlagert mit der anderen Seite. Und jetzt wollen wir sozusagen das Weichgewebe einscannen. Und wenn man jetzt einen Pleuralscan hat und will sozusagen das Weichgewebe von dem Provisorium übertragen, dann scannt man im Grunde genommen das Provisorium auf einem extra separaten Modell, also zum Beispiel auf dem Arbeitsmodell oder auf dem Hilfsmodell. Und für dieses Hilfsmodell habe ich letztendlich auch nochmal auf der gleichen Position den Scanpfosten gescannt, sodass ich natürlich erstmal den Scanpfosten mit meinem Interroll-Scan überlagere und dann nochmal das eingescannte Provisorium. Hier sieht man das ganz gut, das wird jetzt sozusagen hier über den Cursor dahin, hier unteren, im unteren Bereich, hier wird sozusagen über die Modellplatte wird sozusagen, werden beide Scans, also der Scan von dem Provisorium, was mit meinem Laborscanner gefertigt worden ist, und der Interoral-Scan überlagert, sodass ich dann wirklich die exakte Position des Provisoriums in meinem Scan dann habe. Weil der Vorteil ist, ich kann natürlich jetzt das Provisorium auch vom Basal scannen und kann von Basal exakt das reinarbeiten. Hier sieht man das ganz gut, ich habe es relativ transparent gemacht, sodass man auch sieht, wo ist dann die Überlagerung der Weichgewebe. Hier nochmal mit Zahnfleisch. Und hier sieht man so ein bisschen das Einformungsprofil und das, was man jetzt sozusagen, was jetzt grün ist, das ist das, was im Grunde genommen, was das Provisorium, das Weichgewebe noch mehr pusht als letztendlich der Interoral-Scan. Ne? Ziel ist es im Grunde genommen, das Weichgewebe, also jetzt hier in rosa, mit dem späteren Abutment in 1:1 bringt, sodass man halt überall so eine Punktewolke hat, sodass halt das Abutment nirgendwo zu dick ist, aber auch nirgendwo unterminimiert ist. Und das ist halt relativ schwierig, das halt exakt herzustellen. Also so grob geht das natürlich relativ einfach, aber umso präziser das sein soll, umso schwieriger ist das. Also das Ziel ist im Grunde genommen, das Emergenzprofil von der provisorischen Situation oder von dem Langzeitprovisorium exakt auf die definitive Versorgung übertragen. Ein anderer Weg ist natürlich, das einfach über einen analogen Weg, also ein analoges Modell, also Professor Beuer hat ja das konventionell abgeformt, dass wir uns dann ein Modell herstellen und dann haben wir ja das Weichgewebe ja schon radiert in der Zahnfleischmaske und dann modelliert man sich einfach einen Stumpf, entweder aus Wachs oder aus Gips und den scannt man dann ein. Ja, und das ist dann letztendlich, das sind solche Wax-Up-Scans und da sind natürlich die Übertragungen sehr präzise, weil wir dort im Grunde genommen alle Einzelteile scannen können. Und auch wieder hier wird der gleiche Scanpfosten gescannt wie im Mund. Ich mache mal weiter. Und ich habe mal so ein paar Sachen digital aufgenommen, was wir so machen, zum Beispiel das Beschneiden von den ganzen Modellen. Das heißt, wir machen ja verschiedene Scans. Wir legen hier einen Wax-Up-Scan an, wir legen einen Modell-Scan an, wir legen einen Situ-Scan an und beschneiden das dann auch. Und Sie sehen das auch, um halt sozusagen die Emergenzprofile exakt zu übertragen, werden natürlich Bereiche, wie jetzt hier das Abutment, das würde jetzt zum Beispiel auch bei der Abutment-Übertragung oder bei der Provisorenübertragung vom Mund zur Scan oder zur virtuellen Welt genauso funktionieren. Das heißt, wir würden das einzeln einscannen, dann werden diese einzelnen Scans überlagert und gematcht. Und dann werden, wie Sie es jetzt hier sehen, Bereiche weggeschnitten, die ich dann eigentlich gar nicht mehr brauche. Die brauche ich eigentlich nur, um zum Matchen, zum Überlagern der einzelnen Teile. Und wenn ich damit arbeiten möchte, schneide ich mir die relativ klein, sodass ich halt an allen Seiten ganz gut rankomme. Und hier sieht man nochmal die Endsituation. Das ist jetzt sagen das perfekte Emergenzprofil, so wie wir das gebrauchen können, und die Pfosten. Jetzt gehe ich mal weiter in die Konstruktion. Die geht natürlich relativ zügig. Das Video, was ich auch zeige, ist jetzt hier in Echtzeit. Also, dass man das ist jetzt nicht irgendwie weggeschnitten oder so, dass man denkt, man braucht halt viel länger dafür, aber es ist relativ einfach. Hier wird sozusagen auch wieder der Scanpfosten, der in der Datenbank hinterliegt, übertragen. Der muss natürlich dann von der Firma auch freigegeben sein. Und dann wird es automatisch angeglichen. Das ist wirklich Echtzeit. Das ist jetzt das Emergenzprofil. Dann sucht man sich aus der Datenbank die Teilklebebasis aus. Und dann rechnet der Rechner automatisch den Wax-Up-Scan auf. Sie sehen das hier. Schon ist mein Abutment fertig, also brauche ich eigentlich gar nichts konstruieren. Und das Weichgewebe ist auch eingescannt über die Zahnfleischmaske. Können Sie auch bei Gips einscannen und dann gehen Sie einfach auf Anpassen, Angleichen. Dann wird sofort die Oberfläche der Gingiva-Maske auf das Abutment übertragen. Also ich trage noch ein bisschen was nach, damit er was wegschneiden kann. Das heißt, es muss ein bisschen positiv sein. Und dann gehe ich auf Anpassen
Und dann rechnet er exakt die Oberfläche aus. Das dauert viel länger, wenn man das jetzt händisch konstruiert. Da sitzt man da schon mal ein bisschen länger drin, um die Gewebe exakt anzupassen. Und so sehen Sie, haben wir gleich die Punktewolke und haben wir das Profil perfekt übertragen. Ja. Das ist dann die Konstruktion. Hier wird noch ein bisschen angeglichen. Und dann können wir gleich, glaube ich, zum letzten gehen. Hier wird noch ein bisschen geklettert. Ich gehe mal weiter. Ich habe noch eine Konstruktion. Gucken, ob es zurückgeht. Genau, hier habe ich noch mal eins. Schneller. Ja, dann, wenn jetzt alles dann konstruiert ist, dann wird sozusagen der Schraubkanal noch perforiert. Wenn wir jetzt Kronen machen, wenn das jetzt zum Beispiel eine monolithische Versorgung ist, wird es exakt genauso gemacht. Das heißt, wir übertragen meistens die Mundsituation per Rex-Subscan in die digitale Welt, können das dann einfach anrechnen lassen und haben dann diese exakten Übertragungen von den Provisoren in die definitive Versorgung. Das muss man auch sagen, dass das digital viel einfacher funktioniert heute als analog. Also früher hat man das mit Silikonschlüssel gemacht, da war das alles komplizierter. Das Nesting können wir eigentlich mal überspringen und dann wird die Arbeit letztendlich rausgefräst. Die einzelnen Teile, die wir brauchen, also ja, in dem Fall jetzt ist der Zirkonoxid für das Abutment. So, ich kann mal weitermachen. Meine Maschine hat da schöne bunte Farben. Und jetzt haben wir sozusagen den Rohling, den Weißling, und der wird sozusagen eingefärbt. Ich habe mich jetzt bei dem Patientenfall für ein helles Material entschieden, das ist ein weißes Material, was wir mit Fluoreszenz einfärben, damit wir auch die Fluoreszenz herstellen können. Bei manchen Zahnfarben, wo der Helligkeitswert nicht so hoch ist, nehme ich ein transparenteres Zirkon oder ein eingefärbtes Zirkon. Und in dem Fall habe ich jetzt hier dieses fluoreszierende Material genommen. Das heißt, es wird sozusagen in eine spezielle Flüssigkeit eingelegt, dann wird es getrocknet und dann wird es gesintert. Und Sie sehen, das hier ist jetzt mit Schwarzlicht aufgenommen, so wie Arndt Happel das beschrieben hat. Können wir auch in dieses Zirkon, was eigentlich nicht fluoreszierend ist, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, hier ist es nicht fluoreszierend, hier sind diese fluoreszierenden Malfarben in grün. Ja, und die dringen dann sozusagen ein über die Pigmentierung. Und wenn Sie das dann sind, dann kommt das nach dem Sinterprozess so raus. Ich zeige Ihnen auch nochmal das Originalbild. Das sieht dann so aus, dass wir ein relativ helles Abutment haben, was fluoreszierend ist und was von unten uns den Helligkeitswert gut stabilisiert. Genau, das ist dann die Ausgangssituation für die zahntechnische Herstellung. Mache ich dir weiter? Gut. Dann haben wir diese zwei Frontzahnkronen, haben wir uns überlegt, wir machen die aus Lithium-Disilikat, weil wir das auch dann gut adhesiv zementieren können. Und ich habe mich jetzt auch, ja, das sehen wir gleich nachher noch, für eine spezielle Technik entschieden, wie wir diesen dunklen Stumpf kaschieren können. Und hier habe ich dann im Grunde genommen zwei Wachskronen oder drei Wachsteile modelliert, die ich dann gepresst habe. Hier nochmal die Modulation, das ist dann sozusagen das Emergenzprofil. Wenn es so einen kleinen Spalt hat, sozusagen, dieses Abutment, dann liegt es daran, dass ich meistens noch ein bisschen was wegnehme, dass dann diese Wachskronen nicht federn später. Hier kann man sich überlegen, ob man das digital konstruierte dann rausfässt und dann abpresst. Man kann das auch digital konstruieren und dann im Grunde genommen direkt aus dem Block fräsen. Aber wenn Sie sich die Fertigungszeiten anschauen, dann brauche ich für so eine Wachskrone vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und bis ich das konstruiert habe und rausgefräst habe, brauche ich im Grunde genommen fast länger. Und da muss man sich immer überlegen, was ist der schnellere Weg im Labor? Und so stelle ich es eigentlich auch her. Also so, bei mir im Labor ist es ganz klar so, dass die Produktionstechnik, ob es analog oder konventionell, also oder konventionell oder digital, richtet sich immer nach der Anfertigungszeit. Also es macht keinen Sinn, den digitalen Apparat anzuwerfen, wenn ich dann letztendlich längere Zeit brauche dafür. Also es gibt aber, wenn das jetzt zum Beispiel jetzt eine Übertragung wäre von einem Definitivum, 6 Frontzähne, dann wäre ich vielleicht mit dem Scannen und Konstruieren sozusagen im Übertragen des Langzeitprovisoren in diese Konstruktionsdaten, in die definitive Versorgung, wäre ich dann im Wachs schneller und dann fräsen wir das zum Beispiel im Wachs und pressen es dann ab. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Informationen wir halt vorab haben
und die Informationen arbeite ich dann weiter. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir das immer gleich machen, sondern wirklich hat was mit dem Zeitfenster zu tun, was wir zur Verfügung haben. Hier auf dem 1.3 haben wir sozusagen aus VCMTC-Karte ein Digital Veneer gemacht, ohne Kooperation. Einfach freigelegt und dünn drauf modelliert und dann haben wir die Teile abgepresst. Das funktioniert eigentlich sehr sicher. Wir haben wirklich wenig Ausfall in dem Bereich. Und ich habe mich bewusst auch für ein LT-Rolling entschieden, weil ich dann sozusagen auf das Material noch was aufschichten kann und dieses Material ja eh nicht so dick ist. Und wenn ich jetzt ein MO-Rolling genommen hätte, wäre das vielleicht ein bisschen opaker gewesen, aber dann hätte ich mehr Probleme im Schneidebereich gehabt. Hier sieht man das ganz gut, das Material ist eigentlich ausreichend opak. Und der Florian hat davon gesagt, er deckt das ganz gut mit dem Provisorium ab, den verfärbten Stumpf, dann müsste das eigentlich mit meiner Krone auch funktionieren. Und dann wird es vorbereitet zum Verlöten. Also das heißt, eine Verlötung ist es ja nicht. Ich sage immer, das ist eine Sinterkeramik. Das heißt, wir versintern jetzt im Grunde genommen den Zirkonaufbau mit dem Lithium-Disilikat, mit der Lithium-Disilikat-Krone. Und da gibt es eigentlich auch ganz gute Untersuchungen dazu. Wir machen das schon seit ungefähr 5 Jahren. Vor allem im Seitenzahnbereich haben wir da sehr gute Ergebnisse auch. Und hier zeigen uns auch die Untersuchungen, dass diese Sinterverbundkrone so die doppelte Brucklast hat von der normalen überpressten oder von der geschichteten Krone. Das heißt, auch da sind wir relativ stabil. Und das, was du vorhin gezeigt hast, das Replicate-Implantat, das ist im Grunde mit der gleichen Technik, mit dem gleichen Material versintert. Das funktioniert so, dass wir im Grunde genommen auf beide Teile dann diese Keramik auftragen, diese Sinterkeramik. Das heißt, es wird dann sozusagen schön einmassiert, dass uns auch die Oberflächen benetzt sind und ich schwimme meistens so zwei Konsistenzen an, einmal eine dünne Konsistenz und eine dickere Konsistenz. Und die dünne Konsistenz braucht man im Grunde genommen zum Verfügen, weil dort wird sozusagen in beide Teile oberflächlich das Material dünn aufgetragen, sodass halt auch eine ganz kleine, schmale Klebefuge damit versintert werden kann. Und wenn das dann aufgetragen ist und zusammengefügt ist, dann wird das im Keramikofen bei 770 Grad gesintert, ungefähr so eine Viertelstunde lang. Und dann verbacken beide Materialien miteinander. Wir sehen es auch gleich. Ich kann da mal ein bisschen vorspulen. Zum Schluss wird dann sozusagen noch im Randbereich, hier wird sie dann miteinander verfügt. Und im Randbereich wird dann noch mal was nachgetragen, weil sich immer so ein bisschen noch was einzieht. Aber Sie sehen dann später gar keinen Spalt mehr. Man könnte es natürlich auch kleben, aber dann haben Sie den Nachteil, dass Sie nicht mehr in den Ofen können. Unser System ist natürlich jetzt so, dass wir das sozusagen versintern und danach die keramischen Brände durchführen. Ja, hier ist dann der versinterte Zustand nach diesen 770 Grad. Und jetzt können wir im Grunde genommen die zahnlichen Verbindungen angehen. So sieht es bei mir auf dem Arbeitsplatz aus. Da ist dann mein Bild, kann ich mir alles anschauen. Und suche ich die Keramiken aus, und dann wird das aufgeschichtet. Da mache ich jetzt keine Exkursion dazu. Das sind meistens so 2 Drände. Danach wird die Oberfläche geschliffen. Da kommt der Glanzbrand. Und Sie sehen ganz gut, dadurch, dass ich immer in einem Material bleibe, ist es natürlich für mich in der Technik auch einfach. Also früher habe ich mal angefangen, dann auch die Krone vielleicht aus einem anderen Material herzustellen als die Implantatkrone. Und dann ist es aber unheimlich schwierig, das abzuarbeiten. Dann vertauschen Sie die Keramiken, dann stimmt die Keramik auch, der Lichtindex ist nicht gleich. Und das bringt eigentlich mehr Probleme als Vorteile. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, in einem Material zu bleiben. Und so kann man auch alle Brände gleichmäßig durchführen, alle Oberflächen hat man gleich. Also ich glaube, es macht mehr Sinn, den Untergrund später anzupassen, also jetzt sozusagen den Stumpf abzudecken, als jetzt unterschiedliche Keramiksysteme zu nehmen für die Versorgungsarten. Hier ist dann sozusagen der Glanzband schon drauf, dann wird es nachbearbeitet, also nachpoliert noch. Dann verlöten wir, also dann verkleben wir noch die Krone zum Schluss. Also wenn dann anprobiert ist und alles passt, dann wird sozusagen diese Abutments zusammengefügt. Da zeigt uns eigentlich die Untersuchung von der Frau Eschbach ganz gut, dass wir relativ kleine Klebeschwelle brauchen. Also das heißt, die Gruppe und Kern in Kiel, der hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, dass wir vor allem gute Passung vorab schon haben, vorm Verkleben. Also die Verklebung soll nicht eine schlechte Passung ausgleichen, sondern die Passung muss vorab schon sehr gut sein. Und dann wird im Grunde genommen mit dem Klebeprotokoll diese Titanklebebasis zusammengefügt. Also da gibt es 2 Materialien, einmal Multilink oder von das V5. Beide Materialien bieten sich ganz gut an. Beide sind sehr opak. Und im Grunde braucht man dort einen adhesiven Verbund. Hier sieht man ganz gut in der Nachpolitur, man sieht da keinen Übergang. Also man auch, jetzt sieht hier auch keinen Sprung zu sehen, sondern es ist einfach nur die 2 unterschiedlichen Materialien miteinander versintert.
Und das machen wir bei Brücken, das machen wir bei, ja, bei Seitenzahnkronen und so kann man halt eigentlich ganz gut die unterschiedlichen Materialien verwenden. Dann wird die Oberfläche, kriegt eine optimale Rauigkeit von 0,2 Micron. Auch eine sehr gute Untersuchung, die wird also nicht hochglanzpoliert, sondern die bleibt halt matt, sodass sich das Weichgewebe ganz gut anhaftet. Und dann hat man alle Teile sozusagen fertig. Bevor wir es ausliefern, wird es dann noch sozusagen gereinigt und desinfiziert. Also da lege ich auch großen Wert drauf, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Wir arbeiten halt mit verschiedenen Reinigungsprotokollen. Wir haben auch bei unserer Fachgesellschaft, der IADT, da halt auch zu was veröffentlicht, wie halt Abatements gereinigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt auch unterschiedliche Untersuchungen und wir machen gerade Doktorarbeit bei euch, ne, Universität, zu dem Thema und das bleibt ganz spannend. Wichtig ist, dass wir im Grunde genommen saubere Teile dem Zahnarzt anliefern. Auch das kleine Problem durch auch dann. Genau. Dann soll ich gleich bei dem kleinen Problem bleiben. Der Florian hat das ganz gut beziffert. Das heißt, unser Problem war natürlich, wir haben eine relativ dünne Krone. Das heißt, wir haben eine Kronenstärke von 0,1 mm. Da muss im Grunde genommen die ganze Ästhetik funktionieren. Und dann haben wir aber diesen verfärbten Stumpf. Das heißt, der verfärbte Stumpf muss im Grunde genommen, die Krone muss den verfärbten Stumpf abdecken. Und gerade wenn wir wenig Materialstärke haben, also dann ist es auch fast egal, ob man auch ein Zirkonoxid nimmt. Wenn man natürlich ein sehr opakes Zirkonoxid nimmt, kann man den Stumpf natürlich gut abdecken, aber dann verliert natürlich die Krone im Grunde genommen an Transluzenz und dann ist die Krone gleich zu opak. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal diese Krone hier aufgesetzt. Und die Krone, sehen Sie, die ist viel zu grau. Ist auch ein bisschen noch zu hell, aber sie wirkt vor allem zu grau, weil natürlich der dunkle Stumpf durchdrückt. Und da gibt es ein ganz gutes Verfahren. Wir gehen da so vor, dass wir im Grunde genommen dieses Lithium-Disilikat anätzen. Deswegen auch Lithium-Disilikat. Da haben wir sehr gute Verbindung. Das heißt, wir wollen jetzt eine Verbindung schaffen zwischen der Glaskeramik, also der Silikatkeramik und dem Composite, also dem Composite-Opaker. Und dann wird im Grunde genommen nach der Ätzung wird es gereinigt, die Oberfläche. Und wir machen dann Silan drauf. Lassen das einwirken, 60 Sekunden. Und dann wird hauchdünn, ja, so vielleicht 50 Mikron dick, ein ganz opakes Material eingestrichen. Sie können den Opaker teilweise auch einfärben. Und dann wird die Krone sozusagen von innen ausgestrichen und all das, wo der dunkle Stumpf ist, wird abgedeckt. Und dieser Opaker muss halt sehr fein gemahlen sein. Das geht oft mit anderen Herstellern, aber es muss halt ein sehr fein gemahlenes Komposit sein, was halt auch opak genug ist, um das abzudecken. Der Opaker wird dann ausgehärtet und durch seine Inhibitionsschicht der Oberfläche des Opakers geht er letztendlich dann auch eine Verbindung mit dem Adhesivmaterial ein. Da gibt es natürlich auch adhesive Zemente, also Befestigungskomposite, die auch schon eingefärbt ist. Hier mal zum Beispiel das V5 Opak im Vergleich. Ist auch schon ein sehr gutes Material. Und hier mal sehen Sie im Vergleich unseren Opaker. Und wenn Sie das ist immer der dünne Streifen ist immer eine ganz, ganz dünne Schicht. Und Sie sehen, hier sehen Sie das Schwarz noch mehr durchschimmern als so ein Composite-Opaker. Der deckt im Grunde genommen das Schwarz noch massiver ab bei gleicher Strichstärke, also bei gleicher Materialstärke. Ungefähr diese dünne Linie sind ungefähr 50 Micron. Und so viel Spacer habe ich vorher eingebaut, sodass wir dieses dann eintragen können. Und Professor Beuer zeigt uns dann, wie das Ergebnis aussieht. Also ich habe die Krone mit einem ganz opaken Material eingesetzt und habe die auch adhesiv eingesetzt. Aber ich möchte Ihnen jetzt noch mal kurz das Video zeigen, wie wir das Additional Veneer draufgesetzt haben. Also Sie sehen schon, der Zahn ist wirklich so, dass ich vernünftig habe ich keine Kofferdammklammer ranbekommen. Trotzdem mit dem Optra Gate und jetzt dem Schutz der Nachbarzähne mit Teflonband kriege ich es trotzdem eigentlich ganz gut hin, die Zähne zu schützen, das Ganze so weit sauber zu haben, dass ich mich hier auf die Klebung verlassen kann. Ich habe eigentlich die Idealsituation. Ich habe Schmelz und kann damit eigentlich sehr, sehr schön mit der Phosphorsäure arbeiten und dann mit einem dünnfließenden, ungefüllten Komposit mit dem Heliobond eine sehr, sehr schöne Verbindung eingehen. Wenn wir ungeschliffenen Schmelz haben, dann nehme ich eigentlich sehr, sehr gern nochmal den Strahler und strahlen einfach mal über die Oberfläche einmal drüber, obwohl wir das vorher schon mal mit einer fluoridfreien Polierpaste gereinigt haben, aber einfach nur, um die Oberfläche ganz sauber zu haben. Und wir haben jetzt geätzt, deutlich mehr als 30 Sekunden und jetzt gehen wir mit dem Heliobond drauf, saugen die Überschüsse dann mal kurz weg und
Dann, obwohl das natürlich das Teflonband sehr dünn ist, nehme ich es jetzt trotzdem raus. Ich habe die Zähne geschützt, während ich das Adhesiv aufgetragen habe und kann jetzt eigentlich hier sehr, sehr schön Überschuss entfernen. Dann mein Glycerin-Gel drauf machen, nochmal ganz kurz mit der Zahnseide die Überschüsse approximal rausnehmen und dann mit dem Licht draufgehen. Das ist jetzt wirklich ein rein lichthärtendes Material. Ist sehr dünn, ich komme wirklich überall gut mit dem Licht hin und kann mir dann eigentlich sicher sein, ich kriege es sehr, sehr schön auch mein Befestigungskomposit durchgehärtet. Und dann finde ich immer so das 12D-Skalpell eigentlich ideal, weil damit habe ich eine scharfe Klinge. Ich kriege sehr, sehr schön die Überschüsse weg, komme in die kleinen Räume sehr gut rein und kann damit wirklich ganz, ganz schön meine Überschüsse entfernen. Ich habe auch einen Faden gelegt vorher, um eben nochmal die Überschüsse besser in den Griff zu bekommen. Meine Implantatkrone, die wurde eingesetzt immer mit einer neuen Schraube. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass wir eine Schraube haben, mit der die Einprobe stattfindet und dass wir dann wirklich eine neue Schraube nehmen zum Einsetzen. Haben wir einmal Drehmoment appliziert auf der Schraube, dann ist es materialtechnisch so weit, dass es eben das Drehmoment wenn ich es nochmal lösen würde und wieder festdrehe, nicht mehr halten kann. Andreas hat mir den Schraubenkanal im Labor schon vorgeätzt. Ansonsten würde jetzt mit einer Flusssäure, die für den Mund zugelassen ist, das Ganze nochmal angehen. Ich habe es kurz nochmal sauber gemacht und bin dann mit dem Silan draufgegangen, habe mein Teflonband da reingegeben und jetzt einfach mit einem Seitenzahnkomposit das Ganze verschlossen. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist die Situation unmittelbar nach dem Einsetzen. Also wie gesagt, die Weichgewebe sind jetzt noch nicht, haben sie noch nicht beruhigt nach dem Einsetzen. Das ist das, was wir letzten Donnerstag gemacht haben. Und Sie sehen schon, schaut eigentlich soweit ganz gut aus. Das Bild der Wahrheit schaut gut aus. Das ist eigentlich immer das. Die Weichgewebe-Regeneration hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann, wir haben so ein kleines bisschen eine Reizung an dem natürlichen Zahn. Hätte natürlich jetzt darüber diskutieren können, machen wir eine klinische Kronenverlängerung an dem 2.1. Ich denke mal, das ist sicher eine Geschmackssache. Bei höchsten ästhetischen Ansprüchen können wir darüber vielleicht diskutieren. Wir sehen halt hier das Röntgenbild dazu. Und nochmal so ganz kurz, wie schaut unser Ergebnis aus, wenn wir jetzt in diesen Pink and White Aesthetic Score gehen, also die mesiale Papille. Klar, da sind wir hier, die schaut eigentlich ziemlich gleich aus bei der distalen Papille. Da ist schon ein Unterschied. Vielleicht bekommen wir hier noch ein bisschen mehr Gewebe. Allerdings, ob es so wird wie kontralateral, ist die Frage. Also da geben wir nur einen Punkt her. Die Kurvatur, die Kurvaturen schauen eigentlich ganz gut aus. Die schauen eigentlich ganz gleichmäßig aus. Bei der Höhe der faszialen Mucosa, da haben wir einen gewissen Unterschied. Also da vergeben wir nur einen Punkt. Die Wurzelkonvexität und auch die Farbe der Weichgewebe, da würde ich sagen, das ist eigentlich identisch. Dann gehen wir ganz kurz rein. Hier sind wir natürlich in der dankbaren Situation. Beide Kronen wurden gleichzeitig gefertigt, wurden in einem Arbeitsgang gefertigt. Also das haben wir von der weißen Ästhetik eigentlich sehr gut aufgestellt. Aber wenn wir die Außenform noch mit der Implantatkrone einfach mal rüberspiegeln, wie schaut sie dann aus? Dann sind wir eigentlich bei der Außenform hier auch sehr gut dabei. Dann die Farbe sowieso. Also mit diesem kleinen Trick, was Andreas gemacht hat, nochmal, um wirklich die maximale Wärme aus diesem Opak herauszuholen und den Stumpf abzublocken. Und die Oberfläche auch dort, klar, das ist dann in einem Arbeitsgang gefertigt, ist identisch. Und wenn wir nochmal in die Transluzenz reingehen, bei der Transluzenz haben wir eigentlich die bessere Transluzenz am Implantat, keine Frage. Der Zahn ist, der leuchtet halt so ein bisschen oder im Durchlicht sehen wir so ein bisschen den Schatten, also da vergeben wir einen Punkt. So, wenn wir sagen würden, okay, wir kommen auf einen Pink and White Aesthetic Score von 17, das sind 85%. Das ist, glaube ich, ganz annehmbar. Also, wenn wir uns die Situation anschauen, daher kommen wir, so mit der Restauration drauf, so im Durchlicht und so quasi dann der Patient lachend. Und, ja, er war dann ziemlich happy, er hat sein zweites Staatsexamen vor sich, also der hat, glaube ich, jetzt am 26. November diese Prüfung, dann kommt er nochmal, dann fotografieren wir ihn nochmal durch, aber er hat auf alle Fälle glücklich am Donnerstag unsere Praxis verlassen. Wenn wir so ganz kurz uns die zeitliche Übersicht anschauen, dann fällt vor allem der Gap auf zwischen der Planung
und der Implantatinsertion, der kam daher, dass ja doch auch diese Restauration relativ finanziell aufwendig war und diese Bedenkzeit brauchte ja quasi fast ein Jahr, bis wir dann wirklich eingestiegen sind. Wichtig ist, glaube ich, der Punkt von der Freilegung bis dann zur definitiven Versorgung, dass wir eben, wenn wir an den Weichgeweben was machen, dass wir dem Weichgewebe so viel Zeit geben, um zu reifen. Wir wissen, heute nach einem halben Jahr haben wir eigentlich so viel Stabilität drin, dass sich nichts mehr ändert und dann können wir es definitiv überführen. Ja, Bernd, dann habe ich, glaube ich, ein kleines bisschen überzogen und darf an dich zurückgeben und bin eigentlich ganz froh, dass wir das gemeinsam im Team so hinbekommen haben. Also Andreas, auch vielen Dank an dich, sensationelle Leistung, danke dir. Es ist, glaube ich, wirklich eine sensationelle Leistung, die ihr da vollbracht habt. Wenn man sich überlegt, von Donnerstag bis heute, nicht nur das durchzuführen, das Ganze auch zu dokumentieren, es sind doch einige schlaflose Nächte und einige Schichten notwendig. Aber ich finde das Ergebnis wirklich sensationell. Vielen, vielen Dank. Normalerweise kommt jetzt der große Applaus, machen wir es ein bisschen kleiner, aber wirklich, wirklich toll für diesen spektakulären Fall. Ich habe jetzt als Ausklang der Jahrestagen von der AG Keramik natürlich ein richtig schweren Stand nach solch herrlichen Bildern, möchte aber trotzdem noch auf zwei Sachen hinweisen, die AG Keramik auszeichnen von dieser Jahrestagung aus. Sie haben gesehen, es sind ganz viele Schritte von der Materialauswahl, vom Befestigen, Kniffe, Tipps, Tricks, die man braucht, um dieses perfekte Ergebnis zu erzielen. Was die AG Keramik sich aber auch immer auf die Fahnen geschrieben hat, ist zu schauen, was passiert denn, was können wir unterstützen für die Anwender draußen in der Praxis tun und wie können wir das, was draußen in der Praxis passiert, abbilden. Wir haben da unterschiedliche Tools. Wir haben zum einen eine Praxisbefragung, welche Materialien eingesetzt werden. Das machen wir jetzt seit 4 Jahren und haben dadurch einen wirklichen Einblick, welche dieser Materialkombinationen ausgearbeitet werden. Wir haben zum zweiten, das hat der Professor Beuer vorhin auch schon gesagt, Einfluss, direkte Entscheidungsfindungen durch ein Literaturstudium. Wir arbeiten beide an dieser Leitlinie, S3-Leitlinie, die praktisch vor Vollendung steht, zusammen mit Professor Kern, mit der Frau Girt Mühlen, der Leitung der DG Pro, als federführende Fachgesellschaft mit, sodass die Informationen, die wir an sie weitergeben, dann auch ein gewisses Fundament bilden. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, das Ganze in die Praxis so zu übersetzen, dass wir Ihnen ein Tool anbieten, wo Sie sagen, mit einem Einsatzprotokoll, was Sie tatsächlich machen, Sie dann über den klinischen Verlauf berichten und mit diesem Tool dann auch wissen, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, wie sehen meine Misserfolge aus, wie sehen meine Erfolge aus, um dann zu schauen, stimmt die Kombination Material, klinisches Vorgehen, Vorkenntnis mit meinen Ergebnissen überein. Und da möchte ich Ihnen einfach nur ganz kurz nochmal zum Thema Materialauswahl eine Folie zeigen. Dem Bildschirm, wo ich dann Ihnen zum Beispiel für die Materialauswahl bei den Kronen ein bisschen weitergehend als die Leitlinie, nicht weitergehend als die Leitlinie, es ist keine standardisierte, randomisierte Studie, sondern wo wir einfach schauen, was passiert, wenn diese Materialien draußen eingesetzt werden. Das Interessante hierbei ist, dass es jetzt eben ziemlich umfangreiche Daten sind. Wir haben in der Zwischenzeit ungefähr 15.000 Einsatzprotokolle und 11.000 Nachuntersuchungen Inlays-Onlays-Kronen. Und aus Zeitgründen möchte ich Ihnen jetzt einfach mal diese Kronenkurve zeigen, um zu zeigen, ja, es ist tatsächlich etwas, was außen passiert. Das ist die Krone jetzt für alle Restaurationen, die nach 20 Jahren mit 76% ganz gute Ergebnisse aufweist. Und der erste ernüchternde Anteil, den wir sagen, dass die Kronen schlechter abschneiden als die Inlays-Onlays- und Detailkronen, also Kronenvermeidungsstrategie, so wie wir gerne die Stillabors führen, ist vielleicht auch ein Weg, der in diese Richtung geht. Und wenn wir das jetzt auf Materialien aufdröseln, in diesem Materialdschungel, und zunächst mal die Gruppe der relativ schwachen Feldspatkeramik anschauen, dann können wir sehen, dass diese Feldspatkeramik, wenn sie denn gut verarbeitet wird, für die Einzelkrone auch gute Ergebnisse zeigt. Für uns überraschend, und das ist der momentane Stand, das wird sich vielleicht ändern, aber wir messen nur, wir berichten nur, dass was passiert, ist, dass die festeren Lithium-Disilikat-Kronen nicht in deutliche Verbesserung bringen. Es könnte vielleicht daran liegen, dass in diesem ersten Bereich, wo die gewisse Euphorie aufgetreten war, dass man eben sagt, okay, jetzt haben wir ein festeres Material, jetzt können wir eventuell Materialstärken unterschreiten und Ähnliches. Wir waren noch nicht so fit,
mit der Materialverarbeitung, sodass es sein kann, dass diese Kurve tatsächlich im Laufe der Zeit noch besser wird. Und da gibt es einen eindeutigen Sieger und das ist das Zirkon. Zirkon hat deutlich geringere Misserfolgsraten jetzt in dem Zeitraum von 8 Jahren, den wir hier beobachten, draußen in der Praxis, sodass wir sagen können, ja, das ist eine Empfehlung, die wir in die einzelne Praxis so reflektieren können. Das Spannende ist eben, dass wir das für jede einzelne Praxis auch finden und ermitteln können, sodass jeder, der an dieser Studie teilnimmt, seine eigenen Ergebnisse auch ziehen kann. Ein weiteres Tool der AG Keramik ist das AG Keramik Handbuch, das ich Ihnen auch sehr nahelege. Auch da sind viele Leute, die daran mitarbeiten, um diese Sachen alle zusammenzufassen und Ihnen dann einen Überblick über diese Keramik weiterzugeben. Ein weiteres Instrument der AG Keramik ist, dass wir neben einem Forschungspreis auch einen Videopreis ausschreiben. Und ich freue mich jetzt extrem, Ihnen die diesjährigen Preisträger der AG Keramik, des AG Keramik Videopreises vorstellen zu dürfen. Wir werden das direkt auch mit den Videos tun, die wir Ihnen dann zeigen können. Und da freue ich mich, Sie haben Ausschnitte schon daraus gesehen, dass der 3. Preis, muss ich nur schauen, dass das auch alles gut ist, da bräuchte ich eine kurze Rückmeldung, ob der Ton dann auch gut ankommt. Dann mache ich es leiser hier von vornherein. Gut, der Preis geht an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, an die Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Proptoidik und Werkstoffkunde. Und die Preisträger sind die Frau Dr. Lisa Tschur, der Dr. Satchar, der Zahntechniker Herr Schlüter, der Herr Zahntechnikermeister Busch und der Herr Zahntechnikermeister Gerhardt. Es geht um die vollkeramische Versorgung eines chirurgisch extrudierten Zahnes. Jetzt muss ich nur hier an den Start gehen. Vollkeramische Versorgung eines chirurgisch extrudierten Zahnes. Und viel Vergnügen.
Auch jetzt brandet hier wieder Applausbrau auf für diese Arbeitsgruppe. Und wir werden jetzt versuchen, ob wir die Frau Türp eventuell sogar kurz sehen können oder hören können. Frau Türp? Ja, guten Tag. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe mich sehr über den Preis gefreut und ja, freue mich auch, dass das heute zum Thema etwas passt. Und ja, bei unserem Patientenfall konnten wir sowohl einen zweifelhaften Zahn als auch die bestehende Prothese erhalten, was den Patienten natürlich sehr glücklich gestimmt hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei meinem Direktor, Professor Kern, bedanken und bei meinem Oberarzt, Herrn Dr. Schaar, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Und ja, natürlich beim restlichen Team, bei dem Labor, bei den Zahntechnikern und ja, meiner zahnmedizinischen Fachangestellten und bei unserem Kameramann und natürlich auch gilt ein großer Dank an den Patienten, der uns erlaubt hat, diese Behandlung festzuhalten. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal, Frau Thür. Ich würde Sie jetzt gerne umarmen, aber Sie wissen, es ist ein bisschen schwierig auf der Entfernung und auch mit den Hygienemaßnahmen hier. Und wir haben uns auch entschieden, es nicht mit einer Schecküberreichung, sondern mit einer Überweisung des Preises an Sie zu machen. Aber Urkunde, und wenn wir uns das nächste Mal treffen, freuen wir uns umso lieber, dass das dann wieder in Persona sein kann. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann freue ich mich, den zweiten Preis, den zweiten Platz vorzustellen. Es geht ans Universitätsklinikum Düsseldorf, dort an die Poliklinik für zahnärztliche Prothetik. Und die Preisträger sind der Dr. Frank Spitznagel, Edritz Helal und Dr. Johannes Bolt. Ich werde versuchen, den Film zu starten. We'll be right back.
Auch hier braust jetzt bei uns wieder Applaus auf. Wunderschöne Arbeit, richtig schön. Herzlichen Dank. Und wir werden jetzt auch versuchen, zum Herrn Spitznagel zu schalten. Herr Spitznagel, wenn Sie Video und Mikrofon freigeben, dann freuen wir uns, wenn wir jetzt Sie kurz hören können. Ja, hallo. Guten Tag auch aus Düsseldorf und vielen herzlichen Dank. Auch wir haben uns sehr über den zweiten Platz gefreut, eben mit den Kollegen Helal und Bold, bei denen ich auch mal zusammen bedanken möchte für die tolle Teamarbeit und ganz besonders auch bei unserem Zahntechniker, dem Herrn Maki Tolomenis, der auch eben eine wunderschöne Arbeit hergestellt hat. Und wir freuen uns, dass wir eben auch in dem Video vielleicht zeigen konnten, wie die Kollegin Türp auch schon davor, dass man eben dann vielleicht zuerst hoffnungslos gedachten Zahn eben mittels dieser Technik eben doch noch gerade bei einer jungen Patientin erhalten konnte. Und in diesem Sinne freuen wir uns sehr und vielen herzlichen Dank für diese tolle Auszeichnung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und wie alle anderen Beiträge werden wir uns freuen, Ihren Videobeitrag in das Archiv der AG Keramik Homepage zu stellen. Es wird dann dort eben auch abrufbar sein und herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Bei der Herstellung von Brücken gibt es manchmal Probleme mit der Einschubrichtung. Zur Erprobung und besserem Verständnis wurde dieses Demo-Modell hergestellt. Approximal ist alles in Ordnung. Oral, vestibulär sind die Stümpfe allerdings deutlich unter sich gehend zueinander. Die Divergenz beträgt ca. 17 Grad. Um einen solchen Fall zu versorgen, müsste stark nachpräpariert oder ein Ausgleichsgeschiebe verwendet werden. Es gibt allerdings eine frappierende andere Lösung. Diese wurde 2016 von dem Zahnarzt Böhr und seinem Sohn zum ersten Mal vorgestellt. Dazu wird die Brücke ganz normal konstruiert. In diesem Fall digital mit dem 3-Shape Designer. Man sieht das Problem ganz klar beim Festlegen der Einschubrichtung. Die unter sich gehenden Bereiche sind rot dargestellt. Zunächst wird die Einschubrichtung für den ersten Stumpf optimal festgelegt und für den Molaren eine separate Richtung gewählt, damit dann alle Passungsparameter präzise eingestellt werden können. Die Konstruktion erfolgt anschließend ohne besondere weitere Maßnahmen. Der fertige Zahnersatz lässt sich erstaunlicherweise problemlos eingliedern, und zwar deshalb, weil sich die Brücke beim Absenken leicht auf die Stümpfe dreht. Man kann auch sagen, schraubt. Wenn man dieses Phänomen zum ersten Mal sieht, ist man sehr verblüfft, weil es das bisherige Wissen, die Einschubrichtungen betreffend, also nicht vollständig richtig, erscheinen lässt und um einen wichtigen Aspekt erweitert. Diese rotierende Bewegung verläuft auf einer Zylinderbahn abwärts. Um die gute Passung zu dokumentieren, wurde eine zweite Brücke aufgeschnitten. Damit wird der Blick auf den perfekten Sitz möglich. Es wurden auch schon Patienten mit solchen Brücken versorgt. Diese Seitenzahnpfeiler haben eigentlich auch keine gemeinsame Einschubrichtung. Aber die fertige Brücke passt tadellos auf dem Modell und im Mund. Auch im Frontzahnbereich ist eine solche Vorgehensweise praktikabel. In diesem Fall gibt es ebenfalls eine starke Divergenz. Die Versorgung scheint bei dieser Präparation unmöglich. Aber es lässt sich trotzdem eine passende Brücke konstruieren. Alle gezeigten Brücken wurden aus monolithischen Zirkonen gefräst. Es funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Werkstoff und Herstellungsverfahren. Zusammenfassend kann man sagen, es ist also möglich, trotz unterschiedlicher Einschubrichtungen eine Brücke herzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass es approximal keine Divergenz gibt, sondern nur in oral-vestibulärer Richtung. Ob so eine Situation gegeben ist, lässt sich nach einer visuellen Einschätzung ganz einfach im Mund des Patienten mit einem Provisorium überprüfen. Das Wissen um diese Art der Brücken erweitert die Behandlungsweise um einen neuen Aspekt, beeinflusst die Präparation für solche Fälle nachhaltig und vermeidet unnötigen Abtrag von Zahnsubstanz. Auch hier jetzt für den ersten Preis große Beifallsbekundungen. Und Sie können sich vorstellen, dass uns bei der Qualität dieser drei Videos es nicht schwer gefallen war, zu sagen, alle drei Videos sind preiswürdig auf jeden Fall und freuen uns, die in unseren Fundus mit aufzunehmen. Und die Gratulation geht an den Herrn Busch. Herr Busch, Sie sind auch eventuell anhörbar. Ja, werden Sie mich hören? Wenn ich drauf? Okay. Wunderbar, wir sehen und hören. Also, hallo Herr Weiß. Als erstes möchte ich mich natürlich auch bedanken bei der Jury für die Auszeichnung meines Videos. Aber ich muss auch sagen, es war ein faszinierender Effekt, mit dem ich mich da beschäftigt habe.
weil die Einschubrichtung gewissermaßen um eine neue Dimension erweitert wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dieses erste Demo-Modell, was ich auch im Video verwendet habe, als ich da die Brücke konstruiert habe und dass diese Brücke passte, da haben Professor Kern und ich uns gefreut, wie die kleinen Jungs über neues Spielzeug. Also es war einfach unglaublich, dass das funktioniert. Wie im Video gesagt, verdanken wir diese Erkenntnis dem holländischen Zahnarzt Willem Boer. Und das bedeutet ja nicht nur Umdenken in der Praxis und im Labor, sondern auch in der Ausbildung der Studenten. Deshalb kommt das bei uns im neuen Curriculum betätigt, wird das jetzt auch ein Anteil, wird dieses Thema haben, dass man da auf die Einschubrichtung, also in diesen Fällen besondere Rücksicht nehmen muss. Ein Studenten, den man früher vielleicht losgeschickt hat, gesagt, das ist alles nachpräparieren, das geht so nicht, ist einfach widerlegt durch diese neuen Erkenntnisse. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese Erweiterung der Erkenntnisse. Der Tipp mit dem Provisoren ist übrigens sehr, sehr gut. Also wenn Sie es mit dem Provisoren schon vormachen können, dann ist das tatsächlich eine deutliche Erweiterung des Spektrums. Und vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Und vielleicht ist das ja eine Anregung für die künftigen Einreichungen des Videopreises, sich daran zu beteiligen. Wir werden in den nächsten Tagen vor dem Preis, die Ausschreibung für das neue Jahr machen. Es sind dazu eingeladen, nicht nur die Universitäten, sondern auch niedergelassene Praktiker, Zahntechniker. Es geht uns um Tipps und Tricks, um schöne Darstellungen, die einfach das Spektrum der Keramik erweitert oder auch nur kleine Hilfestellungen gibt, damit wir schöne und gute Erfolge haben. So, wir nähern uns mit diesen Aussagen langsam dem Ende der Veranstaltung. Ich bin mehr als begeistert, dass nach wie vor, ich glaube, nur ein Zuschauer nicht mehr dabei ist, sondern alle anderen Teilnehmer noch zusammengekommen sind. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an die Referenten Florian Beuer, Andreas Kunz und Peter Neumann. Es scheint wohl doch so gewesen zu sein, dass wir nicht zu viele Leute verschrecken. Wir schieben jetzt nicht mal alles auf das Nieselwetter draußen, sondern hoffen, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten. Und Sie würden uns noch einen großen Gefallen tun, auch als Anreiz für die nächsten Veranstaltungen, die wir dann vielleicht bleiben, wenn wir noch ein kurzes Feedback haben könnten. So, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich nochmal für diese schöne Resonanz. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nicht zu lang und auch nicht zu theoretisch waren. Und wir werden alles dafür geben, alles dafür tun, dass wir die nächste Präsenzveranstaltung so schnell wie möglich umsetzen können. Wir werden jetzt auch wieder unseren Mundschutz anlegen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für das Feedback, für Ihre Ausdauer und freuen uns auf die nächste Veranstaltung und damit ein schönes Restwochenende und einen guten Weg, wo immer Sie auch, ja, gut nach Hause, wie haben wir früher immer gesagt, oder? Das ist obsolet bei den Online-Veranstaltungen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke.